Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Heute möchte ich euch mal wieder meine Gameboy-Sammlung vorstellen. Das letzte Video ist ja fast 2 Jahre her und da wird es natürlich mal Zeit für ein Update. Es ist hier in der Zeit einiges bei mir hinzugekommen. Eins vorweg, ich schiebe dieses Video schon sehr lange vor mir, weil es einfach von der Masse wirklich so, so viel zu zeigen ist. Deswegen habt bitte Verständnis, dass ich jetzt nicht auf jedes Spiel ganz genau wie bei zum Beispiel bei den Pickups eingehen werde. Ich werde jetzt keine Videosequenzen einblenden oder groß was zu den Spielen sagen. Bereitet euch darauf vor, dass ich sehr oft solide sagen werde. Ich werde das jetzt in 3 grobe Kategorien einteilen. Erstmal natürlich die Hardware, wo man hier auch schon den großen Anfang sieht. Dann meine OVP-Spiele und dann meine reinen Module. Und ich hoffe, ihr habt Lust, einfach mal zusammen mit mir durch meine Sammlung zu schauen. Nicht wundern, dass eventuell ab und zu mal sich vielleicht die Lichtverhältnisse ändern werden. Ich werde das an mehreren Tagen aufnehmen, weil sonst, glaube ich, kriege ich irgendwie Laberflash und sage ich irgendwann nur dasselbe. Das vorweg, aber wie gesagt, beginnen wir einmal mit der Hardware und mit dieser wunderbaren OVP. Ich habe ja wirklich sehr lange gesucht, also ich habe natürlich hier so ein Plastik-Case-Folie mir dafür besorgt, das in einigermaßen vernünftigen Zustand zu bekommen. Das ist auch die Edition, die ich damals als Kind bekommen habe. Also ist nicht genau das hier, aber ich habe es auch hier ganz normal mit Tetris bekommen, wie wahrscheinlich die meisten von euch. Und der Zustand ist einfach wunderbar. Der Gameboy an sich, der dabei war, der war nicht in so geilen Zustand, aber den habe ich umgebaut, zeige ich euch den gleich. Aber diese OVP, die wollte ich schon lange, lange haben und der Zustand, finde ich, ist voll in Ordnung. Ich bin sehr froh, dass das auf jeden Fall in meiner Sammlung ist. Und an Gameboys an sich habe ich eigentlich gar nicht so viel. Ich habe einen Gameboy Pocket, ich habe einen normalen umgebauten und natürlich mein Schätzchen, meinen wirklich sehr custom-mäßig. Also ich mach die mal an, ich weiß gar nicht, ob hier Batterien drin sind. Hier ist kein Spiel drin. Also der Game Boy Pocket hier ist komplett ungemoddet. Ich habe natürlich auch dieses Case dazu. Finde ich eine Kuriosität, habe ich gar nicht so viel unbedingt mit zu tun gehabt mit Game Boy Pocket. Ich hatte wirklich diesen ollen Grauen hier und hier seht ihr vielleicht schon bei den beiden Varianten hier den Unterschied. Während hier mein vollgemoddetes Spiel das neueste IPS-Bildschirm verbaut hat, hat der hier noch eine alte Version. Das sieht man vielleicht auch in der Lichtgebung. Hier ist zwar jetzt kein Spiel drin, aber hier müsste man eigentlich eine Schrift sehen können, weil hier mein... Okay, man sieht es nicht auf der Kamera. Es ist nämlich das Modul für meinen Controller-Adapter hier drin. Und zum Spielen ist natürlich mein Highlight. Wie ihr seht, da habt ihr ja viele verschiedene Features, dass ihr zum Beispiel auch den Farbmodus hier umschalten könnt. Ich spiele natürlich immer eher so auf den klassischen, auf original gemachten. Und ist einfach wunderbar, was man da alles so mittlerweile rausholen kann. Natürlich hier auch mit meinem eigenen Design und sowas. Das habe ich dann bei den britischen Unternehmen RetroSix mir bedrucken lassen. So relativ günstig. Und das ist wirklich mein absolutes Lieblingsschätzchen hier. Also damit spiele ich dann auch selber persönlich immer alles. Und ja, das verwundert jetzt vielleicht den einen oder anderen mehr. Gameboys, hardwaremäßig, habe ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe natürlich so einiges an Zubehör. So. Und zwar hatte ich ja auch als Kind, wie wahrscheinlich ihr vielen anderen, als Kind auch entsprechendes Zubehör. Und da versuche ich natürlich jetzt das mal zu sammeln. Und zwar habe ich hier erstmal die Gameboy-Gürteltasche in der Originalverpackung. Auch da habe ich sehr, sehr lange nachgesucht. Die ist ja natürlich noch drin. Ich zeige das, muss das hier wegen dem Bildausschnitt so ein bisschen quer zeigen. Die hatte ich ja auch als Kind, habe ich sehr, sehr stolz immer vor mich hergetragen. War ein Must-Have, ist natürlich schön mit diesen Neon-Pink gestaltet. Ha, hammermäßig. Ich weiß, die Tasche an sich, die ist relativ einfach zu bekommen,
Aber das wirklich als mit OVP, das sieht man nicht oft. Mal ist es teuer, mal ist es günstig. Als nächstes Hardware-Add-on habe ich den Lightmax. Das war ja so eine Lupe mit eingebauter Beleuchtung. Auch die hatte ich als Kind und deswegen brauchte ich die jetzt natürlich auch in OVP. Ist ja leider noch so ein Aufkleber drauf, den ich irgendwann mal entfernen muss. Ich hatte auch noch den Akku, diesen offiziellen. Da fehlt mir das noch in Verpackung, in Originalverpackung. Muss ich mal schauen, wann ich mal dazu komme. Hier seht ihr noch, natürlich noch die fantastischen Features hier. Ganz leicht auf dein Gameboy zu montieren, das stimmt. Und man hatte halt, diese Lupe war so, naja. Ich weiß nicht, ob ihr die damals abgefeiert habt. Ich jetzt nicht so unbedingt. Was für mich damals wirklich sehr, sehr relevant war, war die Beleuchtung. Weil ne, das Original-Display von Game Boy, sagen wir mal ehrlich, ist jetzt nicht so das Beste. Und mit der Beleuchtung konnte man das denn gut auskontern. Und als letztes Hardware-Add-on, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das hier komplett drauf kriege, ist hier dieser Game Boy-Koffer. Der ist mir damals tatsächlich so gar nicht untergekommen. Ich guck mal, ob ich es irgendwie aufkriege. Und zwar hattet ihr hier den Platz. Das ist jetzt gerade mit der Kamera leider nicht ganz so einfach. Ne? Push, so. Hier euren Gameboy plus ein paar Spiele und Zubehör. Ja, hier müsste sogar Platz für den Lightmax, glaube ich, sein. Ne? Reinbekommen ist natürlich hier schön gepolstert. Ich zeige euch nochmal kurz die Rückseite. Wunderschönen Koffer habe ich auf einer Retro-Börse relativ günstig irgendwie bekommen. Und auch wenn man es natürlich jetzt so als Tragecase jetzt nicht mehr so unbedingt benutzt, ist einfach das Design ist einfach fantastisch, weil es sieht aus wie ein großer Gameboy. Ha. Wunderbar. Also das ist meine Hardware und Zubehör, was ich habe. Und jetzt schauen wir uns die OVPs an. Wer mich so ein bisschen kennt und meinen Kanal etwas verfolgt, der weiß natürlich, mein Hauptfokus liegt jetzt nicht unbedingt auf Sammeln von OVPs, sondern ja auf den reinen Modulen, weil ich so eher der Zocker und nicht der Sealed-Sammler, sage ich mal, bin. Aber natürlich hier und da muss auch mal eine OVP sein. Vor allen Dingen ist so ein bisschen mein Ziel, dass ich alle Spiele, die ich als Kind damals hatte, auch wieder als OVP mir besorge. Und da macht natürlich den Anfang Super Mario Land in einem ganz vernünftigen Zustand. Ich habe die natürlich alle hier in so einen Plastik-Schutzcase getan. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass es teilweise etwas glänzt. Ich bin froh, dass ich das Spiel noch gekauft habe, als es noch relativ günstig war. Ich glaube, vor 3 Jahren auf einer Retro-Börse für euch, ich glaube, ich habe 30 Euro bezahlt. Ich habe jetzt mal letztens die Preise gecheckt auf eBay. Eieieiei, die gehen natürlich ab. Zu Super Mario Land muss ich natürlich nicht viel sagen. Wunderbares Spiel, wahrer Klassiker. Habe ich auch damals gleich bekommen, als ich den Game Boy auch bekommen habe. Und was ich als nächstes bekommen habe, ist auch Pinball. Das hatte ich auch als Kind. Ich weiß, dass ich mit Pinball und beziehungsweise Flipper an sich nicht viel anfangen konnte. Und irgendwie dachte ich mir auch irgendwie bei dem Cover, das ist irgendwie etwas anderes. War dann doch überrascht, dass es eine Flipper ist. Und für so ein Flipper-Spiel finde ich es gar nicht so verkehrt. Auch hier ist der Zustand, denke ich mal, ganz in Ordnung. Auch da bin ich jetzt nicht so unbedingt, dass es der perfekteste Zustand ever sein muss. Aber ist in Ordnung. Auch ein wunderbares Flipper-Spiel, was vor allen Dingen so ein bisschen durch seinen Charme irgendwie viel wettmacht. Es ist natürlich so ein bisschen vom Umfang her. Es ist ein frühes Spiel, es ist von HAL programmiert worden. Es gibt nur einen Flipper-Tisch, also die Physik und sowas ist sehr gut simuliert worden. Allerdings, ja, wie gesagt, der Umfang mit einem Flippertisch, natürlich gibt es da noch so ein paar Bonus-Abschnitte, ist natürlich sehr gering, aber durch seine wunderbare, sympathische Aufmachung und wunderbare Musik macht das viel, viel wett. Als nächstes habe ich The Rescue of Princess Blobette. Auch hier muss ich hier irgendwann nochmal hier den Aufkleber wegmachen. Habe ich auch relativ günstig bekommen. Ist ein Kackspiel. Also im Prinzip, das Puzzlespiel an sich mag vielleicht von der Prämisse her ganz in Ordnung sein.
Also ihr spielt einen Jungen mit einem Blob und der Blob folgt euch und ihr habt so Jelly Beans, diese Süßigkeiten in verschiedenen Geschmackssorten und ihr könnt die halt an diesen Blob verfüttern und dann verwandelt er sich in verschiedene Gegenstände. Ne? Zum Beispiel, oh, ich komme da nicht hoch, hier hast du hier einen Jelly Bean mit einer gewissen Geschmacksrichtung, zack, Leiter, kommt hier hoch. Das Spiel an sich ist nicht so geil, der Sound ist, ja, und so weiter, aber ich habe das als Kind zu Ostern bekommen damals und das ist so im Kopf geblieben, deswegen musste ich das auch als OVP haben. Ein sehr gutes Spiel ist allerdings DuckTales, das habe ich wirklich geliebt als Kind, ohne Ende hoch und runter gespielt, ist auch einer der richtig, richtig guten Plattformer. Auch hier seht ihr, gibt es dort den alten Karstadt-Aufkleber mit knapp 65 Mark hat das gekostet. Eieieiei, solche alten Preisschilder lasse ich auch gerne mal dran, weil das so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen vom Charme her irgendwie zeugt. Und das ist so ein bisschen, dass das zeigt es, dass es wirklich historisch ist, sage ich mal. Wunderbares Spiel, auch gehört in jede Sammlung als Pflichttitel. Es gibt ja auch einen zweiten Teil, der ist auch nicht verkehrt. Aber der erste Teil wirklich wunderbar, alleine schon die Musik. Denn Quicks, da ist zwar die OVP jetzt nicht so geil, aber wie gesagt, da lege ich jetzt nicht so unbedingt den Wert drauf. Ist ein nettes Puzzlespiel, hatte ich auch relativ früh in meiner Gameboy-Spiele-Karriere. Ist im Prinzip eine Konvertierung von einem Arcade-Spiel. Und zwar spielt ihr so einen Marker und müsst dann halt mit diesen hier diese Felder markieren. Ihr seht schon, hier gibt es zwei Farben. Es gibt einmal diese helleren und einmal die dunkleren. Ihr könnt diese mit den helleren schneller markieren, gibt natürlich weniger Punkte und die dunkleren halt langsamer, gibt dafür mehr Punkte und ihr müsst halt immer eine gewisse Fläche hier voll machen, gibt natürlich Gegner und so weiter. Das Spiel an sich ist etwas, ja, kompliziert oder schwer zu erklären, aber wenn ihr einmal reinkommt, geht's. Ist sehr, sehr einfach gemacht und dafür ist, finde ich, der Gameboy gemacht. Sehr, sehr schöne Arcade-Portierung. Als nächstes habe ich Solar Striker in einem wunderbaren geleckten Zustand. An dieser Stelle nochmal an den Boris vielen Dank, dass er mir das organisiert hat. Solar Striker, auch das hatte ich ziemlich früh als Kind. Von Nintendo ein Shoot'em'up ist wunderbar gemacht und auch hier ist die Musik einfach nur fantastisch. Ist natürlich nicht sehr leicht, ist, ne, wie die meisten Shoot'em'ups halt so sind. Allerdings wirklich sehr, sehr empfehlenswert, gerade wegen seiner einfachen Art. Also es gibt da nicht großartig 10.000 verschiedene Systeme, was ihr alles beachten müsst. Gerade deswegen kann ich euch dieses Spiel auch nur wärmstens empfehlen. Na, was nächstes? Ein wahrer Klassiker, Fortress of Fear. Ebenfalls hatte ich das relativ früh. Habe ich sehr, sehr viel Nostalgie dafür, weil natürlich erstmal hier dieses Cover mit diesen halbnackten Barbaren, der gegen die Skelette kämpft, natürlich sehr episch aussieht. Und dann seht ihr hier auf die Spielszenen, also der Hauptcharakter, der sieht irgendwie gar nicht so aus. Ihr spielt den Kuro, den Ritter, ne? Hier 50 Mark hat es bei Wertkauf damals gekostet. Sprungverhalten ist sehr, sehr komisch. Also es ist ein Action-Plattformer, wo ihr halt Plattformabschnitte überwinden müsst und halt Gegner mit eurem Schwert erledigt. Das Sprungverhalten ist irgendwie, als ob die Gravitation auf dem Mond wäre. Daran muss man sich gewöhnen. Es ist auch sackenschwer, aber trotzdem wirklich sehr empfehlenswert. Und ich glaube, das Spiel dürfte den meisten ein Begriff sein. An dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank an den Joe, dass er mir diese OVP mal als Kanalspende zukommen hat lassen. Hat mich wirklich sehr gefreut. Hier fällt alles runter. So, und ich glaube, das war meine erste OVP, die ich mir gegönnt habe. Natürlich Link's Awakening, mein Lieblings-Gameboy-Spiel aller Zeiten. Musste ich natürlich unbedingt auch als OVP haben, auch mittlerweile Preise sehr, sehr hoch. Ich habe damals, als ich mir es gekauft habe, ich glaube so 70 Euro für bezahlt. Ich glaube, das sind die Preise jetzt auch mittlerweile locker jenseits der 100 Euro. Ist halt preismäßig, ihr wisst es selber. Habe ich als Kind wirklich sehr stark geliebt und ist eines der wenigen Videospiele überhaupt, die ich wirklich mehrmals durchgespielt habe, auch damals. Das war irgendwie so wirklich so damals so, uff, ich habe nichts zu spielen, ach komm, eine Runde noch, ne? Vielleicht entdeckst du ja noch ein paar geheime Abschnitte und so weiter. Ist fantastisch, was da an Komplexität aus dem ollen Gameboy rausgeholt wurde. Wunderbar, bin ich sehr froh, dass ich es auch als OVP habe. Als nächstes habe ich eine
sehr seltsame OVP. Und ihr seht, die sieht irgendwie anders aus. Das ist eine kleine Blechdose. Und hier an dieser japanischen Schrift seht ihr schon, das ist die japanische OVP zu Pocket Bomberman. Das Spiel an sich ist auch sehr interessant. Und zwar ist das so eine Art Mischung aus Bomberman und Plattformer. Also ihr habt eine ganz normale Seitenansicht, spielt ihr das, habt Plattformer-Abschnitte und müsst da aber klassisch Bomberman-mäßig Bomben legen, um die Gegner zu erledigen. Spielt sich erstaunlich sehr, sehr gut. Und ich bin auf diese Verpackung durch das Gameboy-Coverbuch, das große von Bitmap-Books gekommen. Und da dachte ich mir, was, es gibt Gameboy-Spiele, OVPs in einer Blechdose. Also es gibt auch mehrere zu anderen Spielen in Japan. Aber da musste ich mir sowas mal holen. Da habt ihr natürlich auch hier ganz normal, die Anleitung drin und das Spiel und so weiter. Wunderbare Kuriosität, muss ich mir unbedingt für meine Sammlung holen. Dann habe ich hier jetzt nächstes, Where is my Buddy von Green Boy Games. Ihr seht es ja schon am Rand, das ist ein Homebrew und zwar von Green Boy Games. Gleich kommt noch ein anderes, was in meiner Sammlung ist. Es ist ein Game Boy Homebrew Studio, was sich so ein bisschen auf erzählerische Adventure-Spiele konzentriert hat. Die haben auch momentan ein neues Kickstarter-Projekt zu The Shapeshifter 2 am Laufen, was sehr, sehr revolutionär mit zwei Cartridges ist, also zwei Modulen spielbar sein soll. Bin ich sehr gespannt. Macht sehr viel Spaß. Der Typ macht das alles selber. Das ist ein Spanier, der programmiert selber, der vertreibt das selber. Also das ist kein Publisher, der dahinter steht. Und für so eine große Liebe, das muss ich unterstützen. Habt ihr natürlich alles mit Handbuch drin. Das Modul ist drin und so weiter. Das Spiel an sich ist zwar kurz, muss man wissen, die Dinger kosten 50 Euro, ob das einen wert ist, macht aber sehr viel Spaß. Als nächstes habe ich hier dann The Shapeshifter, wie gesagt, wo dann halt auch der zweite Teil noch dazu kommt. Ihr seht, ist das noch original verpackt. Und das Spiel ist im Gegensatz zu Where's My Buddy, das setzt da noch einen großartig drauf. Und zwar habt ihr hier so ein bisschen als Kernfeature, dass ihr Tiere berühren könnt und ihr verwandelt euch dann in diese Tiere. Dann könnt ihr natürlich euch vorstellen, okay, wenn da ein Fluss ist, und ich komme da nicht rüber geschwommen, aber da ist eine Schildkröte, eine Wasserschildkröte. Dann berühre ich die und kann durch diesen Fluss oder See schwimmen. Also das wird dann halt zum Rätsellösen benutzt. Ist auch grafisch sehr, sehr schön gemacht. Ich bin auch gespannt, wie gesagt, auf den zweiten Teil. Ist hier die Unique Limited Edition Kickstarter. Hat er mir sogar, muss ich fairerweise sagen, kostenlos zugeschickt, weil ich die Spiele an sich sehr schön finde und die auf meinem Kanal berichtet habe. Deswegen habe ich das hier umsonst bekommen, was natürlich sehr, sehr nett ist. Der Vorteil eines YouTubers wahrscheinlich. Ne? Dann habe ich noch hier zwei letzte OVPs. Und zwar sind das japanische OVPs. Die sind ja vom Format her allgemein etwas anders. Ne? Diese Dose, die ich hier hatte, die ist natürlich die ganz krasse Ausnahme. Und das ist hier, vielleicht erkennt ihr es, Link's Awakening, und zwar die japanische OVP. Weil ich ja dieses Spiel so liebe, wollte ich auch ganz gerne die japanische haben. Und ich finde das Cover-Motiv so im Vergleich halt viel, viel geiler. Sieht natürlich so ein bisschen mehr Anime-mäßig aus, ist klar. Aber das ist mir so farbenfroh. Das passt irgendwie eher zu dem Spiel, finde ich, als diese relativ einfache goldene Verpackung, was natürlich etwas symbolisiert, dass es denn etwas Besonderes ist, aber das finde ich hier hat irgendwie mehr Charme. So, und dann als letzte OVP, das wird wahrscheinlich den meisten nicht sagen, das ist For the Frog the Bell Tolls. Den japanischen Titel, tut mir leid, werde ich niemals aussprechen können. Ich habe hier, und zwar mein Spickzettel, Kairo no Tame. Ne, die Glocke läutet für den Frosch. So habe ich für mein Pickup-Video mir einen Zettel drauf gemacht. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es hier einigermaßen erkennen könnt. Das sieht verdammt ähnlich wie Link's Awakening aus. Und das zu Recht, weil das Spiel ist der quasi Vorgänger zu Link's Awakening. Also das führt die Engine rein, auf der Link's Awakening basiert und auch schon gewisse Spielmechaniken. Das Kampfsystem ist etwas sehr komisch, gewöhnungsbedürftig. Und muss man sich dran gewöhnen. Also ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel. Ist wunderbar. Ist leider ein Japan-exklusives Spiel. Es gibt aber einen englischen Fanpatch.
Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Kommt auch ein Test bei Zeiten dazu. Und das waren meine Spiel-OVPs und jetzt werden wir uns mal den Massen an Modulen widmen. Die Module werde ich euch jetzt immer so in dieser Form präsentieren, weil, wie gesagt, es ist wirklich eine Masse und ich will das Video jetzt nicht irgendwie 12 Stunden dauern lassen oder ähnliches, da habe ich gar keine Zeit für sowas zu erstellen und zu schneiden. Fangen wir hier an mit Othello. Othello ist ein wunderbares, schönes, simples Spiel und liefert genau das, was draufsteht, ist glaube ich auch sehr früh erschienen. Genau, also im Prinzip, ja, das Othello-Spiel eben, ne? Dann haben wir hier Hugo, ihr kennt wahrscheinlich noch die alte, ja, Spielsendung aus den 90ern, ich glaube auf Kabel 1 lief das damals, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo man anrufen konnte und per Telefon dann quasi im Studio live mitspielen konnte. Das Spiel ist ja leider nicht die Minispiele, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist hier nämlich erst hier beim zweiten Teil, die auch eher, naja, umgesetzt sind. Natürlich so diese Minispiele an sich im Fernsehen haben vielleicht Sinn gemacht, aber auf den Gameboy, naja. Ich glaube, das war so ein Rätselspiel. Also bei vielen, ich habe bei vielen wirklich hier so einen Test gemacht oder sowas, aber ich merkte über die Jahre, ist so manchmal hier und da die Erinnerung etwas verblasst. Castellian ist ja ein Spiel, was eine sehr interessante Perspektive hat, und zwar spielt ihr das, wie hier auf den Kamera schon anzudeuten ist, so um einen Turm herum. Und da ist quasi ein 3D-Effekt so ein bisschen simuliert. Das Spiel ist aber bockenschwer und einfach nur frustrierend. Deswegen, wegen der grafischen Gestaltung vielleicht mal einen Blick wert, aber nicht wegen dem Spiel. Cosmo Tank allerdings, das ist ein wunderbares Spiel und auch ein Geheimtipp, würde ich sagen. Und zwar habt ihr da so zwei Ebenen. Das normale Spiel ist erstmal so auf der Draufsicht. Ihr steuert einen Panzer durch die Gegend, schießt auf, ja, auf Gestalten, auf Alien, Insekten. Und die Besonderheit ist, wenn ihr da in eine Höhle reinfahrt, dann spielt ihr das Ding aus der Ego-Perspektive. Und zwar wie die alten Rollenspiele auf den Heimcomputern, bewegt ihr euch dann da von Feld zu Feld, könnt ihr halt in die Himmelsrichtung schauen und natürlich auch ballern. Und dadurch wird das Spielprinzip sofort, ja, komplett umgekrempelt und ist auch noch gut umgesetzt worden, ne? Also Ego-Perspektive auf dem Gameboy, da mag man vielleicht denken, na, passt das, aber hier passt gut. Prehistoric Man ist auch ein Plattformer, hat Schwächen, allerdings ist das auch technisch sehr, sehr geil gestaltet und deswegen vielleicht so ein eingeschränkter Geheimtipp, sage ich mal, weil die ganze Aufmachung-Art hat mich so ein bisschen an die Demo-Szene vom Amiga oder ähnliches erinnert und wie gesagt, ist halt technisch auf jeden Fall ein Brett. Hugo 2, wie gesagt, ist auch ein Hugo-Spiel, soweit ich weiß, ist da die Minispiele dann gemacht worden. The Flintstones ist ein solider Plattformer, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es macht nicht groß was Besonderes, ist okay umgesetzt worden, ist nicht schlecht, aber ist auch nicht wunderbar gut. Solomon's Club ist ein Rätselspiel auf jeden Fall. Ich glaube, das spielt hier, wie angekündigt, da habe ich jetzt keine Erinnerung mehr dran. Soweit ich weiß, Draufsicht und irgendwas müsst ihr da, ich glaube Seitenansicht und ihr könnt mit einem Zauberstab irgendwie Blöcke herbeizaubern. Es kann sein, dass ich es gerade irgendwie verwechsel oder nicht. Keine Ahnung. Dann haben wir hier Snoopy, das ist auch ein Rätselspiel, wie man sieht, auf dem Gameboy wurden einfach viele, viele Franchises natürlich entsprechend verwurstet. Ist okay, aber jetzt kein super duper Titel. Hier haben wir ein japanisches Modul, Track Meet, das ist hier in Deutschland unter Litty's Summer Sports mit einem legendären Cover erschienen. Ist im Prinzip so ein guter, alter, klassischer Leichtathletik-Simulator mit Knöpfchen drücken, hämmern und so weiter. Out to Lunch ist auch für das Super Nintendo erschienen. Ihr spielt einen kleinen Koch, quasi aus der Seitenperspektive, und es hat so ein bisschen arcade-artigen Anschein. Ihr müsst da nämlich herumlaufendes Gemüse einfangen. Das Problem ist allerdings, dass wegen der Limitierung des Gameboys hier das Level, die Ansicht, sehr stark verkleinert wurde und so fehlt euch die Übersicht, die ihr zum Beispiel auf dem Super Nintendo habt, und dadurch ist es hier unnötig schwer und ich kam damit nicht so gut klar. Wenn ihr das spielen wollt, dann lieber auf den Super Nintendo, nicht auf den Gameboy. Dann haben wir hier Super Hunchback, was ich einfach einen super kuriosen Titel finde, weil es ist der
Buckelige aus diversen Märchen bekannt. Den spielt er hier in einem sehr interessanten Plattformer, wo ihr Kanonenkugeln reiten könnt und so weiter. Ist auch mal einen Blick wert, mal ein bisschen was Ungewöhnlicheres, aber auch das sticht jetzt nicht durch irgendwie große Brillanz heraus. In dieser Übersicht haben wir ja die teuersten Gameboy-Module, die ich habe, aber fangen wir hier oben an mit Crystal Quest. Das Spiel ist auch etwas seltsam, ist sehr, sehr schwer, ist auch ein bisschen Arcade-artiger, sage ich mal. Auch das ist jetzt kein unbedingtes Must-Have und auch hier muss ich gestehen, sind meine Erinnerungen nur sehr, sehr vage. Dann haben wir hier natürlich Mario und Yoshi, eins der gefühlt tausenden Nintendo-Puzzle-Spielen, die so ein bisschen Tetris-artig sind. Ihr spielt Yoshi und müsst halt unten so Ebenen vertauschen und oben fällt natürlich wie üblich was runter und ihr müsst es kombinieren, bla bla bla. Auch das natürlich Pflichtsammlung, ist natürlich hier so ein bisschen vom Zustand her vielleicht nicht das Beste, aber wie ich ja schon bei den OVPs gesagt habe, ich lege da jetzt nicht so unbedingt viel Wert drauf. Für mich ist wirklich die Hauptsache, dass das Cover einigermaßen in Ordnung ist, ob jetzt das Modul an sich etwas vergilbt ist oder vielleicht sogar etwas Adding irgendwie drumherum drauf ist, lässt sich zur Not ja alles entfernen. Dann haben wir hier Avenging Spirit und zwar in der PAL-Fassung. Das ist eines der teuren Spiele, aktuellen Preis weiß ich gerade gar nicht. Als ich vor zwei Jahren das gekauft habe, habe ich glaube irgendwie 80 Euro bezahlt oder ähnliches. Wenn ihr das Spiel haben wollt, ist es ein fantastisches Spiel. Und zwar spielt ihr einen Rachegeist und ihr seid halt ein Geist und könnt halt nicht direkt mit der Welt interagieren. Aber ihr habt eine besondere Fähigkeit, ihr könnt nämlich Gegner übernehmen. Das heißt, ihr fliegt so ein bisschen rum, ihr könnt natürlich nur eine gewisse Zeit rumfliegen, deswegen könnt ihr nicht einfach das Level so durchqueren und übernimmt dann einen Gegner und übernimmt dann halt diesen und seine Eigenschaften. Es gibt natürlich verschiedene Gegner, ne? Der eine hat eine Schusswaffe, der ist dafür etwas langsamer, der eine ist vielleicht ein Nahkämpfer, hält dann dafür etwas mehr aus und so weiter. Und dadurch spielt ihr halt durch Level. Das heißt, ein sehr, sehr empfehlenswertes Spiel. Ist in der US-Fassung, da ist das Cover etwas anders, etwas günstiger. Aber ich sammle ja hauptsächlich PAL-Sachen, natürlich hier und da auch mal eine US-Version mit dabei. Aber mein Ziel ist so ein bisschen, alle Spiele, die hier in Europa erschienen sind, auch auf jeden Fall zu haben. Und da ist es mir meistens relativ egal, welche Fassung es ist. Also wenn ich ein Komplett-Set habe, kann ich immer noch irgendwelche Fassungen austauschen. Das heißt, ob es dann die amerikanische oder die europäische Version ist, ist mir meistens egal. Aber bei diesen teuren Spielen, da achte ich schon drauf, dass das die europäische ist. Genauso wie Trip World. Wie da der aktuelle Preis ist, weiß ich auch nicht. Das habe ich auch schon seit ungefähr zwei Jahren bei mir in der Sammlung. Da habe ich glaube auch so 80, 90 Euro für bezahlt. Da sind wir bestimmt mittlerweile weit über 100, so wie ich die Preisentwicklung kenne. Auch ein wunderbares Spiel, erinnert so ein bisschen an Kirby von der Aufmachung, so ein bisschen munter, fröhlich. Und das Besondere an diesem Spiel, dass ihr große Teile des Spiels quasi pazifistisch überbrücken könnt. Das heißt, ihr müsst die meisten Gegner gar nicht töten. Und das ist ein sehr, sehr entspanntes Spiel. Wie ihr seht, ist von Sunsoft. Sunsoft ist ja für Qualität bekannt und deswegen natürlich auch nicht verkehrt. Dann haben wir hier Felix, auch eins der teuren Spiele. Also die drei sind meine teuersten Einzelmodule, die ich in meiner Sammlung habe. Auch das ist nicht ganz so teuer wie die beiden, ist aber schon so 60, 70 Euro. Einplan habe ich vor ungefähr einem halben Jahr gekauft. Ist ein wunderbarer Plattformer und zwar spielt er diesen Felix. Das ist ein Franchise aus den, glaube ich, 20er oder 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Deswegen ein bisschen brachliegend, sage ich mal, aber nicht verkehrt. Und hier ist die Besonderheit, ist super Plattformer, Steuerung und sowas, sehr knackig, sehr geil gemacht. Und hier ist das Upgrade-System besonders. Und zwar werdet ihr nicht so wie bei Mario jetzt einfach mit einem Pilz größer oder ähnliches, sondern ihr bekommt ganz eigene Eigenschaften. Ihr werdet jetzt zum Beispiel zum Magier und könnt damit schießen. Und zum Schluss seid ihr quasi ein Panzer. Wunderbar. Also auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Also diese drei Spiele sind zwar sehr teuer, aber auch sehr gut. Wo man natürlich denn diesen Preis immer dafür bezahlen will,
Muss natürlich wie üblich immer jeder selber wissen. Aber naja, als Sammler muss man halt leider mal manchmal einen sauren Apfel beißen. Dann haben wir hier Dennis, ist eine guckige Umsetzung. Gehe ich nicht sehr näher drauf ein. Funny Field ist auch, wie man sieht, hier eine japanische Version. Ist, glaube ich, in Europa nicht erschienen, sondern in den USA, aber da kann ich mich eventuell irren. Ist ein sehr, sehr einfaches Puzzlespiel, nicht unbedingt so meins. Und zwar habt ihr einen Raum mit verschiedenen Fliesen und ihr müsst diese Fliesen halt umklappen. Indem ihr die halt kickt und ne, den klappen sie halt um. Laufen natürlich ein paar Gegner rum, die versuchen das Gegenteil zu erreichen. Das heißt, ja, also ich wurde nicht ganz warm damit, aber hey. Dann haben wir hier Dr. Franken, ist ein sehr interessantes Spiel, ist so ein bisschen ein Rätselplattformer, will ich es fast sagen. Finde ich sehr, sehr sympathisch, hat seine Schwächen. Ist jetzt vom Gameplay her nicht unbedingt so das eingängigste und tollste. Ihr habt quasi ein großes Herrenhaus, wo ihr rumnavigieren müsst und halt Sachen suchen müsst. Und hier bei jeder neuen Sache, die ihr findet, bekommt ihr Hinweise, wo das nächste ist. Es sind natürlich auf dem Weg auch immer Gegner. Das heißt, hier eure Hauptaufgabe ist es, durch das Haus zu navigieren und halt die entsprechenden Gegner zu erledigen. Macht sehr viel Spaß, kann ich euch wirklich empfehlen. Dann haben wir hier 102 Dalmatiner. Ihr seht schon, das ist eine Repro. Das ist eine der wenigen Repros, die ich in meiner Sammlung habe. Habe ich nicht drauf geachtet, aber bei dem Spiel kommen war es mir auch egal. Ich finde es halt seltsam, dass auch solche Billo-Spiele halt irgendwie kopiert wurden. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie reingespielt. Vielleicht gerade, falls es eine Repo ist. Ich habe keine Ahnung. Bubble Ghost ist allerdings ein sehr, sehr schönes Puzzle-Spiel. Und zwar spielt ihr hier einen Geist und müsst eine Blase vom Eingang zum Level-Ausgang bewegen. Also, Level ist es vielleicht nicht. Also, ihr bewegt euch von Bildschirm zu Bildschirm. Und dann gibt es natürlich verschiedene Hindernisse, wie zum Beispiel eine Kerze, die ihr natürlich auch vorher auspusten könnt und so weiter. Weil ihr halt ein Geist seid ihr ähnlich wie in Avenging Spirit halt körperlos und könnt halt nicht direkt interagieren, aber ihr könnt halt pusten. Und damit bewegt ihr halt diese Blase durchs Level. Den Rest könnt ihr euch selber zusammenreimen. Desert Strike gehört zu der gleichnamigen Serie. Sind natürlich für andere Systeme nur so Jungle Strike und sowas erschienen. Ihr spielt halt einen Helikopter aus der Draufsicht und müsst Sachen schießen. Ist okay, aber nichts Besonderes. Dann haben wir hier The Interactive Adventures of Hercules. Ist eine ganz, ganz miese Lizenzversoftung zu dem berühmten Disney-Film. Kann ich euch wirklich gar nicht empfehlen. Als nächstes haben wir wieder eine Lizenzversoftung und zwar Cutthroat Island. Das ist ja, ich glaube, hier als Kinofilm wahrscheinlich die Piratenbraut oder ähnliches. Eigentlich glaube ich, ich habe den Film seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, ein sehr, sehr guter, stimmiger Piratenfilm. Da gibt es ja jetzt abseits von Fluch der Karibik an moderneren Sachen ja nicht so viel, komischerweise. Obwohl ich das Szenario eigentlich sehr schön finde. Das Spiel ist auch Müll. Also es ist ein Plattformer, ja, Kampfspiel, sage ich mal, aber das Kampfsystem ist halt sehr komisch. Dann The Hunt for the Red October, auch hier natürlich basierend auf dem bekannten Kinofilm mit Sean Connery. Das Spiel an sich ist gut, weil ihr spielt halt ein U-Boot und müsst dann halt von Bildschirm zu Bildschirm navigieren, müsst auf Gegner aufpassen, euch verstecken und so weiter. Das Problem ist allerdings, dass das Spiel sauschwer ist und deswegen sehr schnell frustriert. Ja, da haben wir FIFA 96, ist ein FIFA-Spiel auf dem Gameboy. Ist nicht gut. Dann haben wir hier Pop-Up. Das ist ein interessantes Rätselspiel. Und zwar spielt ihr eine Kugel und habt halt verschiedene, so verschiebbare Plattformen. Und ihr müsst halt mit dieser Kugel, die muss man halt abspringen. Ne? Ihr habt einen Anfang, ihr habt ein Ende und so weiter. Es heißt auch in anderen Regionen anders. Mir fallen jetzt allerdings die Namen jetzt nicht so unbedingt ein. Kann man spielen. Ich bin jetzt nie so richtig warm mit geworden, aber ist okay. Dann haben wir hier Tim und Struppi und der Sonnentempel. Das spielt sich so etwas wie ein Adventure-mäßig. So, man kann es ein bisschen vergleichen mit Who Framed Roger Rabbit. Auch ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Da habe ich bisher nur kurz reingespielt. Irgendwann wird da bestimmt auch ein Test davon kommen. Dann haben wir hier Megalith. Das ist allerdings ein sehr, sehr interessantes Rätselspiel. Und zwar ist das ganz, 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 ganz einfach. Und zwar, das Cover stört oder täuscht so ein bisschen. Ganz so spektakulär, wie es aussieht, ist es denn nicht. Und zwar habt ihr Blöcke. Und euer Ziel ist es, diese verschiedenen Blöcke auf den Boden zu ziehen. Also spielt so ein kleines Kirby-ähnliches Wesen. Und das Problem ist allerdings, wenn die Blöcke zu weit runterfallen und auf dem Boden auftreffen, dann zerbrechen sie. Wollt ihr natürlich nicht, ist klar.
Und dadurch müsst ihr halt dann immer schauen, wie ihr das macht, dass sie nicht zu weit fallen. Andere Blöcke dann als Puffer benutzen und so weiter. Schaut mein Testvideo, ist ein bisschen blöd zu erklären, aber eigentlich ist es sehr eingängig. Dann haben wir Tailgater, auch eines der etwas teuren Spiele, aber nicht ganz so teuer. Ist auch ein wunderbarer Plattformer mit der Besonderheit, dass ihr einen Alligator spielt. Und eure Hauptwaffe ist halt eure Schwanzattacke, ne? Und dadurch buxiert ihr halt durch verschiedene Level. Und das ist halt alles so schön passend, wunderbar gestaltet, auch grafisch sehr schön. Ihr habt natürlich dann auch so Wasserlevel, nenne ich es mal. Also Level, wo es teilweise etwas überflutet ist. Und dabei ihr ein Alligator seid, kommt ihr damit super durch. Das ist, kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Hat auch so hier und da immer mal so einen Ruf, ein Geheimtipp zu sein. Das kann ich nur unterstreichen. Denn The Fidges ist nicht so geil. Und zwar, ihr kennt wahrscheinlich Lost Vikings. Auf den Super Nintendo, damals von Blizzard gemacht worden. Ich glaube, da hießen sie noch nicht Blizzard, sondern Synaptic. Noch was, aber ja, da bin ich jetzt gerade auf etwas heiklen Terrain, kann ich mich nicht so hundertprozentig dran erinnern. Und zwar habt ihr, es ist bei Lost Vikings, dass ihr drei Figuren habt und ihr spielt das aus der Seitenperspektive und die haben halt alle unterschiedliche Fähigkeiten, die ihr halt einsetzen müsst, um dann halt weiterzukommen. Das ist hier auch nur mit zwei Mäusen, ihr habt dann einen dicken, etwas stabileren und halt einen größeren, agileren, könnt ihr euch vorstellen, einer kann besser springen, dafür kann er andere Sachen heben und so weiter. An sich ein super Ansatz, das Problem ist allerdings, dass die Level ein wirklich erbarmungsloses Zeitlimit haben und dadurch kommt halt so gar kein Spaß drauf. Also das ärgert mich so richtig. Das Spiel hätte sehr, sehr gutes Potenzial gehabt, aber verkackt ist wirklich grandios. Und da bin ich dem Spiel fast schon böse, also hätte was Gutes werden können. Dann haben wir hier ein japanisches Spiel, Dodge Dunpei. Ich habe da noch nie reingespielt, deswegen, ich glaube, es ist Dodgeball, also hier gegenseitig abwerfen oder Volleyball, da bin ich mir gerade unsicher. Es kann auch sein, dass es Volleyball ist, auch hier muss ich irgendwann mal reinspielen. Dann habe ich hier Mega Man Dr. Wily's Revenge. Das ist so mein erstes Mega Man Spiel, was ich jemals damals als Kind gespielt habe auf dem Game Boy. Ich habe es hoch und runter gespielt, deswegen muss das natürlich in meine Sammlung rein. Es gibt ja diverse Mega Man Spiele auf dem Game Boy. Manche sind besser, manche sind schlechter. Ich habe natürlich sehr, sehr starke nostalgische Bindungen hier an diese Version. Ist halt einfach wirklich Mega Man mäßig. Ihr kennt es alle, ne? Kann ich euch nur empfehlen, ist glaube ich auch das erste Mega Man, was exklusiv nur für den Game Boy entwickelt wurde. Ist auch glaube ich auch eines der ersten, dass die erschienen sind. Dann Mystic Quest, muss ich nicht zu viel zu sagen, grandioser Titel, ich habe da auch die Anleitung dazu in meiner Sammlung. Ich will euch aber hier nur die Module zeigen. Wunderbares Abenteuerspiel. Es gibt ja so ein bisschen einen Glaubenskrieg. Manche finden Link's Awakening besser, manche Mystic Quest. Für mich ist die Frage klar, aber das Spiel ist einfach Hammer. Für mich so ohne nostalgische Bindung, weil ich habe es damals nicht gespielt, hat es hier und da so schon so seine Probleme. Aber es gehört zu den besten Spielen auf dem Game Boy auf jeden Fall. Das zählt hier aber nicht für Titus Back to Marrakesch. Das ist ja dieser Publisher Titus. Die sind ja so ein bisschen das LJN für den Game Boy, für mich zumindest, weil die haben viel, viel Mist herausgebracht. Und da ist dieses Spiel leider keine Ausnahme. Da haben sie versucht, ihr eigenes Symbol, die haben ja so ein Fuchs-Symbol als Markensymbol, haben sie ihr eigenes Plattformer-Maskottchen zu etablieren und ist grandios schiefgelaufen. Also das Spiel fühlt sich einfach nicht gut an. Also da wirklich eher die Finger weg. Dann haben wir hier Dr. Mario. Ich glaube, auch da muss ich nicht viel mehr dazu sagen. Ein wahrer Klassiker, damals ja irgendwie auf jedem Nintendo-System erschienen, das nicht bei drei auf den Bäumen war. Natürlich ein bisschen Tetris ähnlich mit den verschiedenen Farben, funktioniert auf den Game Boy erstaunlich gut, muss ich sagen. Dann haben wir hier Mortal Kombat 2. Ja, es ist ja, ich glaube, drei oder vier sogar Mortal Kombat-Spiele für den Game Boy erschienen. Alle nicht so wunderbar gut, weil das Fighting Game auf dem Game Boy an sich ja schon seine Schwierigkeiten hat wegen der technischen Limitierung, alleine schon wegen den fehlenden Tasten. Und ich glaube, das zweite, das ging noch. Das erste und das dritte waren auf jeden Fall kompletter Murks. Ich glaube, das zweite, das ging noch. Dann haben wir hier The Page Master. Auch hier eine Umsetzung von einem Kinofilm. Ich weiß, manche Leute lieben es, auch da bin ich nicht so recht damit zurechtgekommen.
ist ein bisschen schwer, man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Also, das ist ein Plattformer, ich wurde nicht warm damit. Denn Terminator 2 habe ich als Kind mir von einem Kumpel geliehen und war total verwirrt. Und zwar ist da nämlich das erste Level schon eine gewisse Hürde. Und zwar habt ihr da so verschiedene Funkmasten, die ihr halt in einer bestimmten Reihe kaputt feuern müsst. Das Problem ist allerdings, das wird euch im Spiel nicht so erklärt. Und wenn ihr da einfach so blind reingeht, dann scheitert ihr schon am ersten Level, weil ihr einfach nicht rafft, was ihr machen müsst. Dann später versucht das Spiel so ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen. Ihr habt dann eine Verfolgungsszene, wo ihr mit dem Motorrad wegfahren müsst. Ihr habt so eine Art Puzzle-Szene, wo ihr ein Gehirn zusammensetzen müsst. Das ist okay, weil wie gesagt, wegen dem ersten Level, also es freut mich, dass das versucht haben, so sich so ein bisschen da auszuprobieren, aber so ganz der Oberkracher ist es halt nicht. Dann haben wir hier Burger Time Deluxe, eine Arcade-Umsetzung, wo ja, wie so ein klassischer Arcade-Automat halt damals war, ja so Burger zusammenbauen müsst. Ihr habt verschiedene Ebenen, wo ihr dann halt die Zutaten dann halt zusammen kombinieren müsst. Dann haben wir hier die Schlümpfe im Albtraumland, ein sehr solider Plattformer mit der Schlümpfe-Lizenz logischerweise. Das kann man genauso sagen für Asterix und Obelix, wobei ich Asterix und Obelix auch ein bisschen besser finde. Und ihr seht ja hier, haben wir auch denselben Publisher Infogrames, die haben sehr, sehr viele Spiele zu diesen Franchises rausgebracht und die sind eigentlich durch die Bank weg solide. Also da muss man wirklich sagen, da haben die gute Arbeit geleistet. Und auch der Soundtrack der einzelnen Spiele ist immer wunderbar. Es gibt so diesen bestimmten Infogram-Sound oder Infogramm. Ich frage mich immer, wie man es korrekt ausspricht. Also nehme mich da auch da nicht für voll. Weil wenn ihr einmal diesen bestimmten Beat so im Ohr habt, wisst ihr, was ich meine. Dann haben wir hier Power Mission. Hatte ich als Kind schreckliches Cover. Kann man nicht anders sagen. Aber es ist ein interessantes Rundenstrategiespiel. Und zwar habt ihr eine Flotte, könnt ihr aus verschiedenen vorgegebenen Flottentypen was auswählen. Ne? Also die haben eine verschiedene Zusammensetzung, wie verschiedene Zerstörer. Der eine hat mehr U-Boote, der andere mehr Flugzeuge und so weiter. Und müssten halt rundenweise, klassische Rundenstrategie, gegen den Feind antreten. Wirklich empfehlenswert, wenn ihr mal ein Strategiespiel auf den Gameboy spielen wollt. Lasst euch da von dem schrecklichen Cover bitte nicht abschrecken. Aber ihr müsst natürlich schon auf Rundenstrategie stehen, weil das hat wirklich Rundenstrategie. Die Basics, es bringt jetzt nichts Besonderes mit hinein. Dann haben wir Superman, schreckliches Spiel, schreckliche Umsetzung, wie ihr auch seht hier, Titus sagt alles. Dann haben wir Killer Instinct, auch das war ja eine große Sache gefühlt damals, auch ein Fighting Game, ist aber wesentlich besser, wenn ich mich richtig erinnere, als Mortal Kombat umgesetzt worden, also für die Verhältnisse des Gameboys. Ne? Dann haben wir Tetris 2, kommt meiner Meinung nach nicht an Tetris ran, da wurde irgendwie unbedingt versucht, da jetzt noch einen Nachfolger irgendwie herauszubringen. Ist okay, kann man gut spielen, bringt glaube ich verschiedene Farben mit hinein und so weiter. Ach, ja, kann man spielen, aber ist jetzt auch kein Must-Have, ist ein sehr solides, ja, Tetris-mäßiges Puzzlespiel. Super Mario Land 2, das brauche ich auch noch als OVP irgendwann auf jeden Fall. Das habe ich damals geliebt ohne Ende. Also wenn schon Super Mario Land 1 jetzt schon ziemlich geil war, setzt das wirklich nur einen oben drauf und reizt das System so ja komplett aus. Hier und da gibt es da leider natürlich ein paar Slowdowns, aber na gut, das geht. Das Spiel ist relativ gut und nicht einfach, aber es hat jetzt keinen absolut hohen Schwierigkeitsgrad, es durchzuspielen. Hat verschiedene Welten, die sehr, sehr schön verschieden gestaltet sind, verschiedene thematische Welten, es gibt eine Halloween-Welt, es gibt so eine Mikrowelt, wo ihr ganz klein seid und durch Zahnräder irgendwie kämpfen müsst und so weiter. Hat ein bestimmtes Bonus noch hier mit den Hasenohren, wo ihr so kurze Zeit fliegen könnt. Wunderbares Spiel, auch das ist eines der wenigen Spiele, die ich schon damals als Kind mehrfach durchgespielt habe, weil es einfach so viel Spaß macht. Als nächstes haben wir hier eins der schrecklichen Simpsons-Umsetzungen. Also es gibt ja einige Simpsons-Spiele auf dem System. Die meisten sind leider bis auf zwei Ausnahmen wirklich Müll. Escape from Camp Deadly, ich habe es mir auch damals, glaube ich, von einem Kumpel mal ausgeliehen und schon damals gehasst. Boah, ganz schrecklicher Plattformer mit einer schrecklichen Steuerung. Das trifft natürlich nicht auf Kirby's Dream Land 2 zu. Schon der erste Teil ist natürlich legendär geil. Das war der erste Auftritt von Kirby. Und danach kam der NES-Teil und danach kam, glaube ich, hier der zweite Gameboy-Teil, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist wunderbar, erweitert natürlich so das erste Spiel, was sich sehr auf die Basics geschrieben hat, bezogen hat und erweitert das alles sinnvoll. Ihr habt diese Tierbegleiter, wie man hier schon auf dem Cover sieht.
wunderbares Spiel, kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Turok ist scheiße, also spielt sie nicht gut. Das war ja auch so auf dem Nintendo 64 ein großer Hype, dieser Ego-Shooter, das sah super aus damals. Ich weiß auch, das war damals in aller Munde irgendwie, aber das wurde hier als Plattformer umgesetzt und nicht gut. Dann haben wir hier Donkey Kong Land, auch hier, naja, ein bisschen, naja, Qualität, aber für meine Qualitätsstandards ging das gerade noch so durch. Finde ich nicht so geil, da wurde ja versucht, dieser Donkey Kong Country-Hype versucht auf das Game Boy zu portieren. Das Problem ist allerdings, dass sie denselben Stil halt versucht haben zu portieren. Und mit einem monochromen oder einem grüntönigen Bildschirm ist das natürlich nicht so gut möglich. Das Bild wirkt dadurch sehr unruhig und sehr unübersichtlich. In den zweiten Teil haben sie es auf jeden Fall besser gemacht, hat sich aber auch wie geschnitten Brot verkauft, das Spiel. Dann Street Fighter 2, auch das muss natürlich auf den Game Boy umgesetzt werden. Auch da, wie gesagt, Fighting Games haben es nicht leicht, ist allerdings okay umgesetzt worden, finde ich. Machen wir hier Nemesis, eins der wirklich knackenschweren Shoot'em-Ups, wird halt solide Kost geliefert. Haben wir Lucky Luke, auch von mir ein Geheimtipp, auch von Infogram. Wie gesagt, die haben ziemlich geile Lizenzauslastung damals rausgehauen. Alle nicht so tipp-tipp-tipp-top gut, aber durchaus oberer Durchschnitt, würde ich mal sagen. Auch hier spielt natürlich Lucky Luke den bekanntesten Cowboy, der schneller zieht als sein Schatten. Super Plattformer, sehr, sehr schön gestaltet. Grafisch auch, habt natürlich jetzt zwar für eure Pistole, die ihr entsprechend immer Munition sammeln müsst, habt natürlich auch so ein paar selbstscrollende Abschnitte und so weiter. Also alles solide, normale Kost, aber wunderbar umgesetzt worden. Dann haben wir hier True Lies, genauso wie Terminator gab es da so einige seltsame Filmumsetzungen mit Arnold Schwarzenegger für den Gameboy, was eigentlich, finde ich, so ein bisschen verwundert, weil man mag ja eigentlich denken, der Gameboy ist ja eher so für Kinder gedacht worden, ne? Und irgendwie, da passt das irgendwie nicht so wirklich, finde ich zumindest, ist aber auch durchaus gut umgesetzt worden, und zwar ist das quasi ein Top-Down-Shooter. Ihr spielt Arnold Schwarzenegger aus der Draufsicht, müsst halt durch Level laufen und halt die Fiesling erledigen, logischerweise. Hier Besonderheit, dass auch Zivilisten rumlaufen, die ihr nicht erschießen dürft. Und dann kommt immer, wenn ihr das trotzdem macht, kommt immer die Meldung, hey, du willst doch keine Steuerzahler erschießen. Ne? Da zeigt mal, wie die Priorität bei den Amerikanern ist. Ne? Ja, keine Steuern verlieren. Dann haben wir hier Top Gun. Guts in Glory ist ein Kampfjet-Simulator aus Ego-Perspektive. Da könnt ihr euch schon vorstellen, mit der Gameboy-Technik ist das nicht unbedingt das Geilste. Könnte schlimmer sein. Ich habe es als Kind sogar gehabt und immer wieder versucht, aber nie so wirklich warm geworden. Und jetzt als Erwachsener ehrlich gesagt auch nicht. Ist halt, scheitert an der Technik, finde ich. Dann haben wir hier Double Dragon. Ist einigermaßen okay umgesetzt worden, oder ich verwechsel es gerade mit dem zweiten Teil. Also ein Teil ist schrecklich, der andere Teil nicht gut. Es kann auch sein, dass hier der erste Teil schrecklich ist und der zweite ist gut. Halt eine Umsetzung des Arcade-Automaten logischerweise. Jungle Book ist auch, ja, ist auch diese Ära der Virgin Soft Disney Umsetzung, die muss man mögen. Ich wurde mit denen nie warm. Auch das macht jetzt nichts großartig falsch, aber ich finde halt die Lizenzversoftung von Infogrames immer besser als diese hier. Macht nichts falsch, stimmt thematisch alles und so weiter, aber ich wurde nicht warm damit. Haben wir Mega Man 2, auch ein würdiger, guter Vertreter der Mega Man Serie auf den Game Boy. Kann man auch hier nichts mit falsch machen. Nächste Charge, wir fangen mit Gauntlet 2 an, eigentlich eine sehr solide Umsetzung des Spielhallentitels. Ihr spielt von oben einen speziellen Kämpfer, es gibt verschiedene zur Auswahl, der Barbar, es gibt die Amazone und den Magier, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ihr müsst halt durch verschiedene Level aus der Draußsicht euch durchkämpfen. Besonderheit ist hier, dass ihr ganz am Anfang vergiftet wurdet und euer Lebensbalken deswegen kontinuierlich runtergeht. Ihr müsst natürlich dann entsprechend immer Essen einsammeln, um eure Überlebenszeit zu verlängern und natürlich den Gegnern ausweichen und so weiter. Ist ganz gut gemacht. Dann haben wir hier WWF Superstars 2.
Auch ein Spiel, was ich als Kind dermaßen abgefeiert habe ohne Ende in Kombination mit dem ersten Teil, was wir ja schon hatten. Macht auf jeden Fall super viel Spaß, nimmt den ersten Teil und setzt oben noch ein bisschen mehr drauf. Obwohl es hier, der Regenbogen deutet es an, auch von AJN veröffentlicht wurde, ist es trotzdem sehr, sehr gut geworden. Hat aber ein anderes Entwicklerstudio. Der ersten Teil hat ja Rare entwickelt. Den hier fällt mir jetzt gerade auf den Kopf nicht ein. Hat noch hier diese Käfig-Matches, wo man nicht mehr rausfallen kann und so weiter. Wunderbares Spiel. Dann haben wir hier Castlevania 2, Bellman's Revenge. Der erste Castlevania-Teil, das Castlevania Adventure, ist hier nicht so geil auf dem Gameboy, weil es einfach viel, viel zu langsam und sich viel zu träge steuert. Der zweite Teil bügelt das alles raus. Es gibt ja drei Teile. Der zweite Teil ist eindeutig der beste. Also, wenn ihr euch für Castlevania interessiert, könnt ihr hier nichts falsch machen. Dann haben wir Asterix, auch hier, wie man sieht, Zustand etwas, naja, aber auch ein wunderbares Spiel. Erinnert so von der Aufmachung eher so ein bisschen an Super Mario Land, den ersten Teil, während der zweite sich so ein bisschen, finde ich, eher so an den zweiten Super Mario Land Teil orientiert, auf jeden Fall so etwas moderner wirkt. Dann haben wir Kid Dracula, auch ein Spin-off der Castlevania Serie, allerdings komplett anders, und zwar spielt ja Dracula als Kind. Also es ist natürlich so ein bisschen auf cutesy, ein bisschen auf niedlich alles gemacht. Ihr habt natürlich verschiedene Fähigkeiten, die ihr bekommen könnt, ne, etc. Das Übliche ist alles dabei. Ein sehr schöner Soundtrack, sehr schöner Grafikstil, gefällt mir sehr. Auch das ist leider nicht eins der ganz billigen Module, aber durchaus empfehlenswert. Und ich glaube, die Gameboy-Version ist immer noch günstiger als die NES-Version. Dann haben wir als nächstes Mercenary Force. Das nimmt dieses Shoot'em-up-Genre und kombiniert das so ganz komplett anders. Und zwar habt ihr normal beim Shoot'em-up irgendein Raumschiff, wo ihr halt durch das Weltraum fliegt und Sachen abballert. Hier habt ihr einen verschiedenen Söldnertrupp, wie der Name das schon andeutet, könnt ihr aus verschiedenen Einheitentypen zusammenstellen. Ihr habt immer ein gewisses Geldlimit und müsst halt damit die Leute zusammenstellen. Und dann geht ihr halt durch ein Level, was im japanischen Mittelalter angesiedelt ist, und müsst da halt den schießen. Und dann zum Beispiel eine Samurais haben einen anderen Angriff als das die Bauern zum Beispiel und so weiter. Das sind natürlich alle verschieden teuer. Habt verschiedene Formationen, die ihr benutzen könnt und so weiter. Sehr, sehr schönes Spiel. Vor allem das Cover finde ich einfach klasse, war das so. Man mag zwar auf den ersten Blick vielleicht denken, hey, es ist ein Feuerwehrspiel, aber so ist es nicht. Dann haben wir hier Micro Machines 2 Turbo Tournament. Micro Machines ist ja auch ein Klassiker-Rennspiel-Serie damals gewesen. Da spielt ihr halt diese Micro Machines, diese Spielzeugautos, die ihr wahrscheinlich kennt. Und die Kurse sind halt zum Beispiel der Küchentisch und so weiter. Ist auch hier sehr gut umgesetzt worden. Wobei natürlich andere Versionen, wie es meistens halt so ist, natürlich überlegen sind. Dann haben wir hier Boulder Dash. Auch das ein wahrer alter Spielhallen-Klassiker. Ihr habt ein Erdreich, müsst Gänge graben, Diamanten einsammeln, Blöcke fallen runter. Auch das ist solide umgesetzt worden. Denn Marble Madness ist im Prinzip dasselbe wie zu Boulder Dash. Ich weiß, Marble Madness, zumindest in meiner Erinnerung, war das damals echt ein großes Ding irgendwie. Also ich kann mich erinnern, dass das ständig irgendwie sehr populär war, auch in Werbeanzeigen in irgendwelchen Spielemagazinen. Also ihr Prinzip steuert ihr eine Murmel, die physikalisch, zumindest gefühlt einigermaßen korrekt simuliert wird, und habt da halt einen Hinderniskurs mit verschiedenen Höhen und Rampen und so weiter. Und natürlich, wie es hier auch angedeutet wird, gibt es natürlich Klippen, wo ihr runterfallen könnt. Und eure Aufgabe ist es halt am Anfang, diese Murmel denn zum Ende zu buxieren. Hat nicht viele Level, ist sauschwer, wie es halt die Spielhallen-Titel halt damals waren. Auf dem Gameboy auch okay umgesetzt worden. Dann haben wir Kid Icarus, so ein bisschen eine Lizenz, die von Nintendo so ein bisschen vernachlässigt wird in der letzten Zeit und ein bisschen brach liegt. Auch hier, ich glaube, das ist das zweite Spiel. Auf dem NES gab es ja das erste. Das ist hier so ein bisschen ein Plattformer. Spielt halt diesen kleinen Engel, hat einen Bogen. Und hier ist die Besonderheit, dass Levelstruktur eher nach oben aufgebaut ist und nicht klassisch von links nach rechts. Auch sehr zu empfehlen, mal reinzuspielen. Dann haben wir hier Mortal Kombat, wie schon angesprochen. Der erste Teil ist nicht so geil. Das System hat halt Probleme mit Fighting Games. Ist halt so. Dann haben wir hier Darkwing Duck. Auch eine super Lizenzversoftung. Ist noch von Capcom. Die haben wir damals echt richtig geile Lizenzversoftung gemacht. Erinnert so ein bisschen an die Mega Man Serie. Ne? Spielt Darkwing Duck. Ich habe das Spiel wirklich geliebt ohne Ende. Und müsst euch dann halt da durchkämpfen.
Und hier haben wir wieder eine wunderbare Arcade-Umsetzung, Bubble Bobble. Da spielt ihr einen süßen kleinen Drachen und müsst ja mit Blasen Gegner einfangen und damit dann erledigen. Ein wunderbarer Spaß und finde ich auch sehr gut auf den Gameboy umgesetzt worden. Vor allem auch der Gameboy, der ist ja auch für so eine Art von klein, eher einfach gehaltenen Spielen einfach perfekt. Dann war es nächstes, Yoshi's Cookie, eins der, ja, wie gesagt, gefühlt tausende Nintendo-Puzzle-Spielen. Auch das ist interessant, ihr habt hier statt verschiedenen Steinen, wie der Name schon andeutet, halt Kekse, die ihr halt kombinieren müsst. Ja, kann man gut spielen, wie alle diese Spiele dieser Art, aber man muss natürlich auf diese Art von Spielen stehen. Was man nicht gut spielen kann, ist Crash Test Dummies. Das ist ja eine Spielzeugserie Anfang der 90er gewesen, die halt vor allen Dingen halt gefeatured hat, dass ihr halt entsprechend Autos hattet mit ja, den namensgebenden Crash Test Dummies und die dann halt so schön auseinandergeflogen sind und so weiter. Das muss natürlich dann auch als Gameboy-Spiel umgesetzt werden und es ist eine Minispielsammlung geworden. Hey, wir alle lieben Minispielsammlungen. Muss ich nicht viel zu sagen, ist halt eher, naja, geworden. Dann haben wir hier Battletoads in Ragnarok's World. Auch die Battletoads, die waren gefühlt damals eine riesengroße Sache, haben diverseste Spiele rausgebracht auf verschiedenen Systemen. Auf dem NES sind sie, glaube ich, gestartet. Sind, glaube ich, ursprünglich von Rare entwickelt worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da bin ich mir aber jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Also da kann ich mich durchaus täuschen. Ist halt ein schönes Beat'em-up-Spiel. Ist sauschwer, ist okay umgesetzt worden auf den Game Boy, würde ich sagen. Es ist kein super Spitzentitel, aber man kann spielen. Dann haben wir hier Wave Race, auch sehr spät erschienen, so im Nebenzyklus des Gameboys. Das war ja vor allem auf dem Nintendo 64 eins so der Grafikblender. Da hattet ihr halt mit dem Jetski, fahrt ihr da halt rennen und habt ihr natürlich die Wellensimulation gehabt und so weiter. Davon bleibt natürlich auf dem Gameboy nicht viel über, ist aber trotzdem ein ja, solides Rennspiel mit Jetskis halt. So richtig warm wurde ich damit ehrlich gesagt nicht, aber es gibt Schlimmeres. Dann haben wir hier Wario Blast. Das ist eine, da, wie der Name vielleicht schon sagt, eine Bomberman-Variation. Und zwar könnt ihr da neben Bomberman auch Wario spielen. Ihr habt so ein bisschen, ist das alles storymäßig aufgebaut. Da habt ihr dann alle paar Level Endbosse, die ihr besonders besiegen müsst und so weiter. Ansonsten ist es im Prinzip grob runtergebrochen, die übliche Bomberman-Formel. Was ja nicht verkehrt ist, weil Bomberman geht immer. Dann haben wir hier Mole Mania. Das ist auch ziemlich spät erschienen. Ich glaube 97 oder 98, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist auch von Nintendo gemacht worden und von Miyamoto, dem berühmten Nintendo-Entwickler. Und das ist ein Puzzle-Spiel, in dem ihr einen Maulwurf spielt. Und zwar habt ihr immer im Prinzip, ein Abschnitt ist ein Bildschirm groß und eure Aufgabe ist es, vom Eingang zum Ausgang zu kommen. So. Da gibt es natürlich verschiedene Hindernisse, Mauern und so weiter und natürlich auch Gegner, aber ihr seid hier ein Maulwurf zum Glück und könnt dadurch halt auch unter der Erde. Das heißt, ihr habt dann halt zwei Ebenen, einmal oberirdisch und einmal unterirdisch und das setzt ihr dann halt zum Rätsellösen logischerweise ein. Wunderbares Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Auch wunderbar ist Fortified Zone. Das ist ein Actionspiel aus der Draufsicht. Ihr habt die Auswahl aus zwei verschiedenen Söldnern, einem männlichen, einem weiblichen. Spielen sich natürlich alle leicht unterschiedlich, was die Bewaffnung angeht und so weiter. Macht Spaß, ist auch sehr schön gestaltet. Ja, ich muss halt im Prinzip euch durch, ja, Forschungslaborkomplexe und sowas ballern. Ne? Das ist natürlich alles so ein bisschen eher taktisch her. Es ist jetzt nicht nur blöd rumballern. Kann ich euch wirklich nur sehr empfehlen. Dann haben wir hier Parodius, auch ein super Shoot'em'up. Auch das kann ich nur jenen ans Herz legen. Auch für Leute oder besonders vielleicht für Leute, die so mit dem Shoot'em'up-Genre allgemein nicht so viel anfangen können. Weil Parodius, wie der Name vielleicht schon andeutet, da nimmt sich selber nicht so ernst. Da habt ihr ganz viele bunt gestaltete Gegner, irgendwelche Piraten, Pinguine und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß. Dann haben wir hier V-Rally. Auch ein fantastisches Rennspiel für den Gameboy, auch sehr spät erschienen.
Und das punktet vor allen Dingen durch seine technische Brillanz. Das ist ein Rallye-Spiel, wie der Name schon sagt. Also ihr fahrt irgendwelche Schotterpisten lang. Es gibt verschiedene Wettereffekte, es gibt Berge. Also die ganze Grafik, die ist einfach wunderbar irgendwie aufgemacht. Dass das so eine Qualität aus dem Gameboy rausholbar war, das flasht mich ehrlich gesagt immer noch. Dann haben wir hier WWF Superstars. Ich habe, glaube ich, im vorherigen Screen gesagt, ich dachte, ich habe das Spiel schon vorgestellt. Auch das Spiel hatte ich als Kind, habe es hoch und runter gespielt ohne Ende. Ist natürlich so ein bisschen sehr auf die Basics eingestumpft. Ihr habt die Auswahl aus 5 verschiedenen Wrestlern, die zu der Zeit üblich waren. Ne? Es ist Hulk Hogan dabei, es ist der Macho Man dabei, es ist der Ultimate Warrior dabei und so weiter. Und Mr. Perfect ist auch dabei und der letzte Ted Die Biasi oder wie er ausgesprochen wird. Ich bin da nicht so in den Wrestling-Dings so drin, leider. Es gibt nicht verschiedene großartige Spielmodi und die Wrestler spielen sich alle nicht sehr groß unterschiedlich. Die haben es keine eigenen Attacken oder Fähigkeiten oder ähnliches. Aber trotzdem, gerade wegen seiner Einfachheit, kann ich euch dieses Spiel nur empfehlen. Das ist von Rare entwickelt. Dann haben wir hier Bugs Bunny Crazy Castle. Ist ein relativ solides Puzzle-Spiel, ist jetzt nichts Besonderes, kann man spielen, muss man aber nicht. Dann haben wir hier Motocross Maniacs. Das erinnert so ein bisschen an das X-Side Bike auf den NES, wird halt so ein bisschen erweitert. Ihr habt ein kleines Motorrad und müsst halt dadurch mit dem Schub und mit der Neigung des Motorrads entsprechend Hindernisparcours überwältigen. Es gibt ja mittlerweile diverse Handyspiele, die das so ein bisschen nachbilden und es ist ein sehr schönes Spiel, ist von Konami entwickelt worden und natürlich vom Palcom damals dann veröffentlicht worden. Kann ich euch nur empfehlen, weil man so ein bisschen Motorrad Geschicklichkeitsspiel haben wollt. Dann haben wir hier Bart vs. The Juggernauts. Das ist eins dieser weiteren Simpsons-Spiele. Auch das habe ich damals mir als Kind von einem Kumpel geliehen und war gnadenlos enttäuscht. Das ist eine Art Minispielsammlung und die Spiele sind sehr schwer und sehr undurchschaubar. Und wenn ihr die euch damals, dann, ihr kennt es wahrscheinlich selber, das versuche ich ja auch immer bei Retro Panda Quiz sich so ein bisschen abzubilden. Ihr leiht euch ein Spiel von einem Kumpel aus, da habt ihr natürlich nicht die Anleitung dabei. Und um das irgendwie herauszufinden, was ihr machen müsst, ist nicht so geil. Dann haben wir hier Paperboy 2, ist auch eine Arcade-Umsetzung, habe ich als Kind sogar damals gehabt. Und ja, ich habe es immer mal wieder gespielt, aber ja, ihr spielt halt einen Zeitungsjungen und müsst halt Zeitung rauswerfen, ne? Und müsst natürlich die Briefkästen treffen und die richtigen Häuser und so weiter. Ist auch sehr schwer und keine Ahnung. Man kann spielen, man kann es aber auch lassen. Dann habe ich hier Pokémon, die blaue Edition. Ich bin ja allgemein kein riesen Pokémon-Fan. Deswegen ist meine Pokémon-Sammlung auch so ein bisschen klein. Beziehungsweise quasi nicht vorhanden. Ich war einfach zu alt gefühlt, als Pokémon der große Hype war. Und deswegen habe ich hier keinen großen Bezug zu Pokémon. Ich habe auch mal reingespielt, aber nie groß spielt. Also ich habe da irgendwie nie so den Bezug richtig zugefunden, komischerweise. Dann haben wir hier Super RC Pro AM. Also RC Pro AM gab es ja auch für den NES. Das hatte mein Bruder damals und wir haben es auch gespielt ohne Ende. Das ist quasi ein Rennspiel, wo es, ja, es deutet ja schon an, dass das ja so ferngesteuerte Autos spielt. Und die Ansicht, die Besonderheit ist halt, dass es von isometrisch quer oben drauf ist bei den Rennstrecken. Und das wurde hier auf dem Gameboy dann halt sehr, sehr gut umgesetzt. Isometrische Ansicht auf dem Gameboy muss ja nicht immer gut sein, aber hier wirklich perfekt, kann ich euch wirklich nur sehr empfehlen. Dann haben wir hier Mickey's Dangerous Chase, ein sehr, sehr solider Plattformer, macht nicht viel falsch und nicht viel richtig. Dann haben wir hier Pokémon, die gelbe Edition und da seht ihr vielleicht schon, die Farbe ist etwas sehr grell, da ist auch eine Repro bei mir in die Sammlung gekommen. Ich habe das in irgendeinem Konvolut mal mitgekauft, ne? Ich kenne mich halt mit Pokémon nicht so aus, ich habe nicht großartig drauf geachtet, aber hier steht außen sichtbare Seite. Also es ist eins, glaube ich, der besseren Klone, aber schon allein das Gelb, das ist natürlich so off. Also ich habe dann auch mal Bilder vom Normalen gesehen und das sieht dann natürlich etwas anders aus. Dann haben wir hier Batman, auch ein sehr früh erschienenes Spiel und hat mit Batman gar nicht so viel zu tun. Ihr spielt so einen ganz kleinen Mikro-Batman und müsst schießen. Das passt irgendwie nicht mit dem Franchise zusammen, finde ich, aber ja, ist aber von Sunsoft und dadurch zu empfehlen, aber irgendwie, warum da jetzt die Batman-Lizenz draufgeklatscht wurde, ich weiß es nicht.
Dann haben wir Magnetic Soccer, das ist bei uns in Europa exklusiv erschienen und ist ja Tischfußball. Also meiner Kindheit, da wo ich aufgewachsen bin, haben wir immer Krökeln dazu gesagt. Da habt ihr wahrscheinlich auch eigene Begriffe, wie das bei euch heißt. Und es ist Tischfußball und es ist okay umgesetzt worden. Umfang ist natürlich nicht so groß. Das Übliche, ne? Also Einzelmatches, ich glaube Turniermodus gibt es da noch nicht mal. Es ist ewig her, dass ich das irgendwie getestet habe. Ist halt irgendwie wirklich eine Kuriosität, vor allem weil es auch von Nintendo selbst entwickelt wurde. Dann haben wir hier Gremlins 2, schrecklicher Plattformer, super schwer. Eure Waffe ist ein Bleistift. Also ne, die Filme waren damals ziemlich geil, aber das Spiel dazu braucht ihr nicht, glaubt mir, braucht ihr nicht. Dann haben wir hier die Maus. Ihr seht es auch schon hier, habe ich angedeutet, von Infogrames. Ist sehr gut umgesetzt worden. Hätte ich jetzt bei dem Titel jetzt nicht so erwartet. Hätte ich jetzt eher so ein kleines, kindgerechtes Rätselspiel erwartet. Das ist so ein Rätselspiel aus der isometrischen Perspektive, wie Monster Max zum Beispiel, falls ihr das kennt. Das kommt wahrscheinlich auch dann später in der Sammlung hier zur Sprache. Und müssen halt Raum für Raum dann halt dadurch navigieren. Ist natürlich mit der isometrischen Ansicht da die Steuerung, man muss sich dran gewöhnen, ist aber relativ okay umgesetzt worden. Also ich finde, für so eine Lizenzversoftung haben sie sich da echt viel Mühe gegeben. Das hätten sie auch wirklich schneller und einfacher und billiger haben können. Und da haben wir hier natürlich Wario Land, beziehungsweise Untertitel Super Mario Land 3. Erster Auftritt von Wario als Haupthelden, nenne ich es mal. Finde ich sehr gut, was sie damals gemacht haben, weil Super Mario Land 2 ist ja schon quasi für mich der perfekte Plattformer auf den Systemen. Da gibt es natürlich Geschmackssache. Und anstatt jetzt einfach das zu nehmen und da vielleicht einen Tick was anders zu machen und dann große Steigerungen waren da halt nicht mehr drin. Und deswegen sind sie halt mit Wario eine etwas andere Schiene gelaufen. Der steuert sich etwas behäbiger. Die Sonderfähigkeiten sind dann natürlich auch etwas anders und so weiter. Finde ich gar nicht so verkehrt, dass sie sich da bewusst entschieden haben, einen anderen Weg zu gehen. Ist natürlich sehr empfehlenswert und auch der Nachfolger auf jeden Fall auch. Und hier haben wir jetzt Probotector 2. Ich habe hier, haben wir hier auch schon Probotector. Habe ich als Kind gehabt, den ersten Teil. Das ist ja auch in anderen Regionen unter Contra bekannt. Hier haben wir dann halt statt einen normalen Kämpfer oder Soldaten halt einen Roboter. Wegen der Indizierung und so weiter. Ne, dann spritzt ja weniger Blut und deswegen wird es gleich alles ungefährlicher. Ist natürlich ein legendäre, geiles Run-and-Gun-Game. Sowohl der erste als auch der zweite Teil. Wirklich, ich habe es damals abgefeiert ohne Ende. Ist natürlich nicht gerade einfach, sage ich mal. Ich glaube, ich habe es damals auch nie geschafft, das durchzuspielen. Heute mit Safe States habe ich es immer irgendwann mal geschafft. Aber ist wunderbar, geht super von der Hand. Gut, dass das Label hier, wie wir sehen können, ist natürlich nicht das geilste, aber boah, es ist gerade noch so akzeptabel. Vielleicht irgendwann mal ein kleines Update vom Modul her, aber das ist bei mir so in seiner Hülle und stört eigentlich nicht weiter. Haben wir jetzt nächstes Tetris. Muss ich nichts zu sagen, glaube ich. Dann haben wir hier die Schlümpfe. Auch das ist ein solider Plattformer eigentlich. Auch hier Infogrames. Also ich bin wirklich großer Fan von den Infogrames-Spielen von damals. Kann man hier nichts falsch machen. Hätten sie auch da mit der Lizenz was wesentlich schlechter machen können. Hier haben wir Daffy Duck von Sunsoft. Auch Sunsoft ist ja ein Garant für gute Spiele. Und auch das erinnert auch so ein bisschen an Mega Man, finde ich. Nicht ganz so stark wie jetzt Darkwing Duck. Aber auch, ist auch nicht verkehrt. Daffy Duck ist vom Franchise her, ehrlich gesagt, bin ich da jetzt nicht so tief drin. Was genau das ist, ist halt einer dieser Enten, der halt Fähigkeiten hat. Keine Ahnung. Dann haben wir ja Nintendo World Cup. Absoluter Klassiker. Bestes Fußballspiel ever. Muss ich nicht zu viel zu sagen, da kann mir kein FIFA kommen. Bestes Fußballspiel ever. Habe ich damals auf dem NES mit meinem Bruder hoch und runter gespielt. Die Gameboy-Version hatte ich damals leider nicht. Hätte ich aber wirklich auch hoch und runter gespielt. Habe ich hier zum Glück dann auch mal nachholen dürfen und macht auf dem Gameboy genauso viel Spaß wie auf dem NES. Es gibt natürlich auch hier und da etwas Slowdowns und so weiter, aber muss man halt mit leben auf dem System. Wie gesagt, Probotector zählt dasselbe wie der zweite, wobei für mich aus Nostalgiegründen der erste Teil ein Tick besser ist als der zweite, aber es das heißt jetzt nicht, dass der zweite Teil jetzt irgendwie schlecht wäre oder sowas. Dann haben wir hier Alfred Chicken, ist ein sehr interessanter Plattformer, der ja auch ein bisschen Arcade-artig mir vorkommt. Und zwar ist auch hier so ein bisschen die Richtung, dass ihr von unten nach oben eher durch die Level navigieren müsst und nicht von links nach rechts. Ist gewöhnungsbedürftig,
So hundertprozentig warm wurde ich damit nicht, aber ist okay. Machen wir hier King of the Zoo. Ist so eine Art, ja, Puzzlespiel will ich nicht sagen, ist so eine Art Sportspiel, wo ihr euch gegenseitig mit Bällen hat. Ist ein bisschen wie Völkerball, aber nicht so ganz. Ja, es ist schlecht irgendwie zu beschreiben. Also ihr seid am unteren Bildschirmrand, der Gegner am oberen, und ihr müsst halt euch Bälle hin und her werfen. Und ihr müsst halt quasi alle eure Bälle zu den Gegner hinbringen, dann habt ihr eine Runde gewonnen. Also ihr müsst ihn jetzt nicht unbedingt direkt abwerfen, wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern könnt es auch so machen. Ist auch okay, muss man jetzt aber auch nicht unbedingt haben. Tennis allerdings von Nintendo gleich zu Beginn hatte, glaube ich, gefühlt so gut wie jeder. Ich als Kind hatte es nicht, aber ich kannte genug Kumpels, die das auch hatten. Ist ein sehr, sehr reduziertes, ja, Tennisspiel, wie der Name schon sagt. Und gerade auch ähnlich wie WWF Superstars, gerade wegen seiner Einfachheit einfach wunderbar, finde ich. Dann haben wir Track and Field, was für mich so ein bisschen als Prototyp der Sportspiele oder Leichtathletik-Sportspiele von damals irgendwie zählt. Auch das habe ich auf den NES hoch und runter gespielt bei meinem Bruder. Ist halt typisch eine Leichtathletik-Sportarten mit viel Tastengehämmer und Reaktionsspielchen und so weiter. Ist natürlich in der heutigen Zeit so ein bisschen schwer nachzuspielen, weil man ja dann nicht so unbedingt wieder reinkommt. Aber trotzdem ein wunderbares Spiel, hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet damals und heute auch noch für eine kurze Runde zwischendurch mal gut. Dann haben wir hier Oddworld Adventures. Das Spiel startete ja auf den PC und auf der PlayStation so, ja, Mitte der 90er ziemlich durch. Auf dem Game Boy absoluter Mist. Also Mist. Gameplay Mist, Grafik Mist, Finger weg. The Amazing Spider-Man haben viele von euch auch gehabt, feiern auch viele ab, wie ich weiß. Ich habe es mir damals vom Kumpel ausgeliehen und ich kam irgendwie auch mit dem Spiel nicht so klar, weil die Steuerung, finde ich, viel zu fummelig ist. Natürlich ist es schwer, klar, waren viele Spiele damals, deswegen will ich das jetzt nicht als Kritikpunkt anführen, aber Steuerung ist einfach zu fummelig. Einfach alleine, wenn ihr euch quasi mit euren Spinnfäden, keine Ahnung, wie die offiziell heißen, an der Decke langhangeln müsst, dann müsst ihr irgendwie ganz bestimmte Tastenkombinationen machen, die ihr beim normalen Spielen irgendwie nie richtig zeitgerecht irgendwie trefft. Ah, schrecklich, aber ist ein okayes Spiel für ein LGN-Spiel. Fish Dude ist ein US-exklusives Spiel, das ist hier nie erschienen. Ich glaube in Japan, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch nicht. Ist ein relativ einfaches, aber interessantes Spiel. Und zwar spielt ihr einen Fisch und ihr müsst euch quasi die Nahrungskette hocharbeiten. Und zwar müsst ihr dann halt immer kleinere Fische, als ihr selbst seid, essen. Nach einer gewissen Anzahl werdet ihr halt größer, könnt dann halt die nächsten essen und müsst dabei natürlich gleichzeitig auf die größeren Fische aufpassen. Und ihr müsst dann halt immer eine bestimmte Größe erreichen, dann habt ihr ein Level geschafft. Interessante Spielidee, kurzweilig okay, aber natürlich ist kein Langzeitspaß. Haben wir nächstes ein Game Boy Color Titel und zwar The Legend of Zelda Oracle of Ages. Das benutzt ja, ja, es sieht sehr, sehr ähnlich wie mein geliebtes Link's Awakening aus. Und damals sind mir diese Game Boy Color Spiele total entgangen. Das sieht ja auf den ersten Blick genauso aus. Und da muss es natürlich haben. Das Seasons habe ich, glaube ich, auch irgendwo in meiner Sammlung, wenn das jetzt vielleicht noch kommen sollte oder nicht. Ich bin mir aber gerade echt unsicher, weil der Game Boy Color ja eigentlich gar nicht so mein Sammlungsgebiet ist. Aber da habe ich meine Ausnahme gemacht. Ich habe bisher leider auch nur kurz mal reingespielt. Nicht großartig weiter auf meinen Game Boy Advance. Aber macht einen sehr, sehr guten Ersteindruck auf jeden Fall. Irgendwann werde ich mal die Zeit finden und da mal tiefer reingehen. Aber die Alien 3, eine sehr gute, auch hier LJN, das sollte ja eigentlich immer so warnen, dass die Qualität vielleicht nicht so geil ist, aber durchaus gut umgesetzt, basiert natürlich auf den Alien-Filmen, schöner Action-Titel. Dann haben wir hier Primal Rage, auch ein Fighting-Game, ja, ist halt, ne, wie die anderen, eher so mäßig umgesetzt worden. Hier habt ihr dann halt irgendwelche Urzeit-Kreaturen, wenn man so bezeichnen will, also ne, so ein King Kong-artigen Gorilla und so weiter als Kämpfer. Naja, dann haben wir hier Raging Falter, auch ein Fighting-Game, was jetzt keine große Lizenz hat, ist von Konami.
Und ich finde, eins der besseren Fighting Games auf dem Game Boy. Es war ein großer Hype da Mitte der 90er. Mit Street Fighter hat ja damit angefangen, so ein bisschen zumindest gefühlt. Ich bin ja nicht in diesem Fighting-Genre nicht so sehr drin. Und da gab es natürlich viele, viele andere Spiele dann. Und das ist eins der besseren Spiele auf dem Game Boy auf jeden Fall. Aber hier Elevator Action, wie der Name schon sagt, ist das ein Actionspiel, ist auch eine Spielhallenumsetzung und gar nicht so verkehrt. Und zwar habt ihr ein großes Hochhaus und eure Aufgabe ist es, da entsprechende Daten zu sammeln. Habt ihr natürlich verschiedene Räume mit Türen und ihr müsst euch halt rumschleichen, Wachen ausweichen und dann halt die Dokumente erlangen. Und warum heißt das Elevator Action? Also ja Fahrstuhl Action. Die ganzen Ebenen sind natürlich durch Fahrstühle entsprechend verbunden und die müsst ihr halt entsprechend ausnutzen, um euch dann da durch zu navigieren. Ihr könnt natürlich auch die Gegner bekämpfen, solltet ihr aber wenn möglichst natürlich umgehen und so weiter. Also ne. Dann haben wir hier Robocop Actionspiel. Ich bin nicht damit warm geworden. Ich fand es echt nicht so geil. Es ist, Robocop steuert sich, okay, vielleicht der Vorlage entsprechend, sehr schwerfällig und es ist halt ein Action. Ja, Plattformer kann man nicht sagen, weil so viel springt der nicht rum. Ist halt ein Side-Scroller-Action-Spiel. Also, da spielt lieber Probotector, ehrlich gesagt. Dann haben wir hier DuckTales 2. Setzt natürlich auf den ersten DuckTales-Titel auf und macht das Prinzip genau dasselbe, erweitert es etwas. Dadurch ist es halt kein Riesensprung nach oben gelungen, aber so gesehen muss es das ja auch nicht, weil der Vorgänger ja schon spitzenmäßig war, wirklich spitzenmäßig. Und da war es natürlich schwer, dann noch groß was draufzusetzen. Also wenn ihr mehr vom selben haben wollt, könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen. Dann haben wir hier The Little Mermaid. Das ist ein sehr interessanter Titel. Und zwar ist das jetzt nicht so ganz lieblos umgesetzt worden, weil auch hier hätte man denken, okay, die Zielgruppe sind wahrscheinlich eher kleinere Kinder. Da würde ja theoretisch eine Minispielsammlung oder ähnliches reichen. Aber nein, das ist eine Art, ja, Shoot'em-up ist vielleicht zu viel gesagt. Also ihr schwimmt mit Ariel durch das Meer aus der Seitenperspektive und müsst da halt so ein bisschen Rätsel lösen und so weiter. Ihr könnt auch schießen mit so einer Muschel, die ihr dann halt entsprechend benutzen müsst und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß, hat mich sehr positiv überrascht. Dann haben wir hier noch eine relativ gute Umsetzung, und zwar zum zweiten Jurassic Park Teil The Lost World. Auch hier sehr gut umgesetzt worden als Actionspiel. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, meine Erinnerungen sind da jetzt gerade etwas nebulös und deswegen, um das zu vertuschen, gehe ich zum nächsten Spiel und zwar Quirk. Habe ich damals als Kind auch gehabt. Ihr spielt eine Tomate und müsst die durch kleine Labyrinthe navigieren, die immer einen Bildschirm umspannen. Und es gibt im Prinzip zwei verschiedene Kernrätselemente. Einmal so Weichen, die ihr an so einer Achse dann halt immer umstellen müsst, dass ihr weiterkommt. Oder halt irgendwie Blöcke, die ihr entsprechend verschieben müsst. Diese Blöcke müsst ihr dann auch schon mal so in Erdlöcher rein verschieben. Macht sehr viel Spaß, ist ein Klassiker, allein natürlich schon wegen dem absolut geilen Cover. Klassiker ist auch Gargoyles Quest, steht ja auch bei ganz vielen Leuten auf der Geheimtippliste ganz oben. Ich habe mir das Spiel damals mal von einem Kumpel ausgeliehen, das weiß ich noch, und damals überhaupt nichts gerafft, weil das Spiel ist halt auf Englisch und das Spielprinzip ist halt relativ ungewöhnlich. Ihr habt eine Oberwelt, wo ihr wie Link's Awakening ist vielleicht zu viel gesagt, aber hier halt rum navigiert. Und wenn ihr auf einen Gegner trifft, dann wechselt das in so eine Seitenansicht plattformermäßig. Ne? Und auch natürlich, wenn ihr auch mal auf der Weltkarte irgendwo weiter müsst, dann habt ihr auch so ein Plattformer-Level. Besonderheit ist natürlich hier, ihr spielt ein Gargoyle, könnt kurze Zeit fliegen, Feuer speien und so weiter. Wunderbares Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Damals habe ich es nicht gerafft, finde ich schade, aber jetzt geht das natürlich ohne Probleme. Als nächstes haben wir denn hier Raider Mission. Das ist ein interessantes Strategiespiel und wird euch eher was unter dem Namen Schiffe versenken bekannt vorkommen. Also im Prinzip Schiffe versenken, wobei es hier noch einen zweiten Spielmodus gibt, wo ihr so ein U-Boot spielt und aus der Ego-Perspektive andere Schiffe mit Torpedos abfeuern könnt. Klingt ein bisschen sehr sperrig, spielt sich aber überraschend gut, ist von Nintendo selbst. Also wenn ihr Schiffe versenken auf dem Gameboy spielen wollt, könnt ihr hier durchaus zugreifen. Haben wir hier Brainbender, das ist ein Rätselspiel und ehrlich gesagt, ich habe einen Test dazu gemacht vor ein paar Jahren und ich habe keine Ahnung mehr, worum es da geht. Irgendwas mit Strahlen? Keine Ahnung. Also ist halt
so gesehen nicht positiv, aber auch nicht negativ im Gedächtnis geblieben. Dann haben wir hier die drei Turtles-Spiele, einmal Radical Rescue, Back from the Sewers und Fall of the Foot Clan. Das ist der dritte, das ist der zweite, das ist der erste Teil. Die ersten beiden spielen sich relativ ähnlich, sind halt Beat'em-Up-Spiele, sind sehr gut gemacht, wobei der erste Teil natürlich etwas einfacher ist, denn der zweite ist etwas besser. Der dritte Teil, das ist so eine Art Metroidvania, könnt ihr euch das vorstellen. Also da haben sie nicht einfach wirklich das durchgezogen und mehr vom Gleichen gemacht, sondern die haben da wirklich sehr stark aufgebaut und was richtig Gutes abgeliefert. Ist natürlich sehr schwer, spielt sich anders, ist Geschmackssache, deswegen manche mögen es nicht, klar, aber ich finde es schön, dass sie da sich mal etwas anderes getraut haben. Dann haben wir hier Blades of Steel. Wunderbarer Eishockey-Klassiker. Also auch das habe ich als Kind gehabt und obwohl ich mit Eishockey nichts anfangen kann, habe ich das wirklich hoch und runter gezockt, bis mir das aus den Ohren quasi rauskam. Wunderbares Spiel hier in der US-Version. Ich muss mir da irgendwann mal die PAL-Version holen, wobei da gibt es halt keinen Unterschied. Besonderheit ist halt dabei, dass ihr in den Matches euch auch mal kloppen könnt und das ist so quasi aus der Seitenansicht so ein bisschen wie ein Street Fighter für Arme quasi. Etwas grob beschrieben ausgelegt. Klingt es natürlich auf den ersten Blick erstmal so, aber das lockert halt das Spiel etwas auf und dadurch nicht verkehrt. Ishido ist auch ein Rätselspiel. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht sogar nur in den USA erschienen ist oder auch hier, weiß ich nicht. Irgendwas mit Steinen, die ihr sortieren müsst. Ganz weiß ich es sagt auch nicht mehr, aber auch da habe ich einen Test gemacht. Dann haben wir hier Donkey Kong Land 3. Ich habe ja schon beim ersten Teil angemerkt, dass der erste Teil so ein bisschen nicht so geil ist. Diese Fehler dieser grafischen Grisseligkeit, nenne ich es mal, haben sich im dritten Teil dann einigermaßen wieder ausgebügelt und dadurch ist das Spiel halt durchaus wirklich sehr gut spielbar. Also wenn ihr Donkey Kong Land auf den Game Boy spielen wollt, würde ich euch eher zu den späteren Teilen raten als zu dem ersten. Dann haben wir hier F1 Race, Klassiker, hatten wir alle, da gab es das Pack mit den 4 Spieladapter dazu. Ich glaube kaum, dass irgendwer großartig das mit 4 Spielern gespielt hat, weil dann muss man natürlich 4 Leute mit 4 Gameboys, die alle diese Spiele haben, irgendwie zusammentrommeln. Und das war damals nicht unbedingt immer einfach. Dann haben wir hier Burai Fighter, auch das habe ich als Kind gehabt, ist ein Shoot'em'up, wo ihr kein Raumschiff oder ähnliches steuert, sondern euren Typen in einen Kampfanzug. Und die Besonderheit ist es, dass ihr oben und unten halt an den Bildschirm randotzen könnt, ohne dass ihr sterbt. Bei R-Type zum Beispiel oder sowas, wenn ihr da die Bildschirmränder berührt, seid ihr ja immer sofort tot. Hier ist es zum Glück nicht so. Und ihr könnt auch in verschiedene Richtungen schießen, weil ihr natürlich jetzt beweglicher seid als so ein Raumschiff, könnt ihr halt auch noch in die schrägen Richtungen schießen und so weiter und dadurch halt die Gegner wesentlich einfacher erledigen. Dann haben wir hier Adventure Island, ist auch ein solider Plattformer, auch das war ja damals ein ziemlich großes Franchise-Gefühl zumindest, ich weiß auch gar nicht wieso, ehrlich gesagt. Von Hudson Soft ist okay umgesetzt worden. Tom und Jerry 2, der Film, ist auch ein Plattformer, aber auch hier ehrlich gesagt verblassen da meine Erinnerungen dran, was genau das ist. Deswegen werde ich es etwas mal überspringen. Dann haben wir hier Kirby's Pinball Land. Ja, der Kirby, da ist ja durch seine Kugelform, bietet er sich an, auch in meinen anderen Spielen irgendwie verwurstet zu werden. Und natürlich auch als Flipperkugel. Ist natürlich sehr schön gemacht. Im Gegensatz zu Revenge of the Gator, was wir vorhin hatten, ist das natürlich etwas komplexer aufgemacht. Da gibt es auch sowas wie Mini-Bosse, es gibt verschiedene Tische und so weiter. Also wenn ihr Bock auf Flipper habt und ein bisschen Kirby-Charme, ist das Spiel für euch auf jeden Fall. Dann haben wir hier Monster Max. Das habe ich ja bei der Maus ja schon angesprochen. Ist ein Rätselspiel aus der isometrischen Perspektive. Also ihr spielt hier diesen Monster Max heißt der, glaube ich. Oder Max. Aus der isometrischen Perspektive durch halt Level, die halt so gekachelt sind. Und muss halt da auch Rätsel lösen, springen und so weiter. Wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat, ist das gar nicht so verkehrt. Dann haben wir hier Chase HQ. Ist ein Rennspiel, was jetzt ehrlich gesagt nicht großartig in Erinnerung auch geblieben ist. Ich glaube, das ist so gerade der Bildschirm, ich habe keine Ahnung mehr. Ist okay, ihr könnt dabei schießen. Es gibt aber viel, viel, viel bessere Spiele auch. Aber es gibt auch wesentlich schlechtere Rennspiele auf dem Game Boy. Als nächstes haben wir Casper, ein Spiel, ein Lizenzspiel zu dem Film und der Serie, ist eine Minispielsammlung, ist schrecklich geraten. Finger weg davon, wo ihr nicht den Finger wegnehmen solltet, ist natürlich Golf.
ähnlich wie Tennis damals eines der Startspiele für den Gameboy. Man sieht es so etwas angedeutet, Mario ist dabei, ohne dabei zu sein. Also Mario taucht in dem Spiel irgendwie auf. Er heißt allerdings nicht Mario, aber Nintendo schafft es halt einfach, so ein Spiel sehr simpel, aber dafür sehr gut umzusetzen. Auch wenn ihr mit dem Golfsport vielleicht nicht unbedingt was anfangen könnt, was, denke mal, bei euch, bei vielen so sein wird, solltet ihr hier trotzdem mal reinspielen. Nochmal, Alleyway hatte ich auch als Kind damals relativ zum Start des Gameboys erschienen. Ist quasi so eine Art Breakout-Arkanoid-Variante, auch von Nintendo direkt. Wem diese Begriffe nicht sagen, also ihr spielt hier so ein Paddel unten und dann habt ihr halt eine Kugel und müsst halt damit dann so mit Blöcken, die wegmachen, mit natürlich mit dem Abprallen und physikalisch korrekt, etc., etc. Ihr kennt das Spielprinzip. Also jeder, der schon irgendwie mal Spiele dieser Art gespielt hat, der kennt das. Das Spiel konzentriert sich dabei sehr, sehr auf die Basics, aber genauso wie Golf, lieber alles einfach und dafür gut als schlecht selbst gemacht. Dann haben wir Kung Fu Master, auch das hatte ich als Kind. Ist ein sehr, sehr einfaches Spiel, ist auch sehr am Anfang erschienen. Ist das Spiel, was ich mir von meinen ersten Sparten selbst gekauft habe, für den Gameboy auf jeden Fall. Allein schon wegen dem klasse Cover. Das Spiel an sich ist sehr, sehr simpel, also ist normales Beat'em-up. Und der Umfang ist sehr, sehr gering. Ich glaube, wenn man sich nicht ganz so doof anstellt, schafft man es in 7 Minuten durchzuspielen. Und das ist schon ein Wort, glaube ich. Dann haben wir hier Quarth, ist leider bei uns in Europa nicht erschienen. Es ist ein wunderbares Puzzlespiel kombiniert mit einem Shoot'em-up. Das klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber ihr steuert unten ein Raumschiff, wie bei Solar Striker zum Beispiel, und ihr verschießt so kleine 1x1-Blöcke. Und am oberen Bildschirmrand habt ihr dann immer Formen, die nicht rechtwinklig sind oder rechteckig. Und ihr müsst halt dafür sorgen, dass diese ein komplettes Rechteck irgendwie bilden, und da schießt er halt die Blöcke durch und dann verschwinden sie. Macht sehr, sehr viel Spaß, klingt sehr einfach, aber ist mal eine wunderbare Kombination einfach. Dann haben wir hier Kingdom Crusade. Im Europa ist es genau das hier, Prince Valiant. Das ist dasselbe, quasi US-Version, europäische Version. Ist ein interessanter Mix aus Kampf- und Strategiespiel. Also ihr habt eine Übersichtskarte, wo ihr eure Einheit zieht, und wenn ihr die bewegt, dann seid ihr auf der Kachel ja einzeln unterwegs. Das heißt, so wie sie auf der Übersichtskarte gestaltet ist, ne, zum Beispiel ist es dann Bauernhof, seid ihr auch auf dieser Draufsichtskarte, nenne ich es mal, unterwegs und bekämpft da den Gegner. Und da müsst ihr natürlich den Gegner besiegen und so weiter. Ist schwer zu erklären, macht aber sehr viel Spaß. Wie gesagt, das beiden sind exakt dieselben Spiele, nur mit anderen Namen. Dann haben wir hier Dyna Blaster, ist Bomberman, ist sehr, sehr gut aufgebohrt worden, finde ich. Ich habe es auch als Kind damals gehabt und geliebt, und vor allen Dingen, weil es so einen schönen Singleplayer-Modus gibt. Und zwar habt ihr da verschiedene Welten. Wenn ihr die durchspielt, bekommt ihr ein bestimmtes Upgrade, was ihr dann halt in späteren Welten einsetzen könnt, wie zum Beispiel schneller laufen oder ähnliches. Und dadurch könnt ihr das für euch selber entscheiden, hey, welche Welten gehe ich zuerst an, welches Upgrade ist mir gerade am wichtigsten. Wunderbares Spiel, klassische Bomberman-Kost, kann euch wirklich stundenlang unterhalten, hat mich auch damals sehr, sehr lange unterhalten, macht sehr viel Spaß. Denn R-Type, auch das hatte ich als Kind gehabt, ich glaube, das ist so gerade hier das Tableau, da habe ich als Kind gehabt, Spiele. Ist natürlich ein klassisches Shoot'em-up, sehr schwer, ich habe es damals, glaube, maximal bis zum 3. Level gekommen oder ähnliches. Es ist sehr schwer, sehr geil, absoluter Klassiker. Dann haben wir hier Hayenku Alien, ist die japanische Version, weil die US-Version davon relativ teuer ist und in Europa ist es leider nicht erschienen. Ist ein sehr geiles Puzzlespiel, wird überall sehr, sehr groß gelobt, hat natürlich auch hier so ein richtig geiles Cover, was so ein bisschen sehr seltsam wirkt. Das US-Cover sieht etwas anders aus, aber auch nicht viel anders. Das ist ganz, ganz, ganz frisch in meiner Sammlung, deswegen habe ich jetzt leider keine Gelegenheit gehabt, da reinzuspielen, aber so wie ich das gesehen habe, ne, das heißt hier alles unter Vorbehalt, spielt ja auf der Draufsicht halt ein kleines Männchen und müsst Aliens eine Grube graben. Dann der Prince Valiant ist dasselbe wie das hier. Dann haben wir hier Wow Trash. Sollte den einen oder anderen wahrscheinlich von euch damals was sagen, war auch gefühlt ein großes Franchise, was irgendwie 2-3 Jahre total angesagt war. Ist ein Motorradrennen, wo ihr halt kämpfen könnt, wo ihr irgendwelchen anderen Leuten irgendwie einen aufs Maul geben könnt, wenn ihr die überholt und so weiter. Und das ist halt quasi das Besondere. Und das erschien quasi auf alles, was damals nicht bei 3 auf den Bäumen war.
Oder bei 12, wie geht das Sprichwort? Bei 12 auf dem Boden, na egal. und auch auf den Gameboy und die Gameboy-Version. Ich habe auch da schon einen Test gemacht oder vorbereitet, je nachdem, wann hier diese Übersicht hier erscheint. Spielt sich verdammt gut für den Gameboy, muss ich sagen. Also gar nicht so verkehrt. Dann haben wir hier Navy Seals. Das ist ein Action-Beat'em-up, was sehr seltsam ist. Habe ich meine Quälzig-Folge dazu gemacht. Das ist jetzt kein kompletter Mist, aber auch nicht wirklich gut. Vor allem die Gegnervielfalt lässt zu wünschen übrig. Dann haben wir hier On the Tiles. Hat Elite 3 seiner großen Franchises. Einmal Dirk von Dwangslayer, einmal hier Joe von Joe und Mac und Frankenstein von Dr. Franken irgendwie zusammengepackt. Und kann man denken, okay, drei Franchises werden in ein Spiel zusammengefügt. Das könnte gut werden. Ist es aber leider nicht. Es ist so ein Verschiebe-Puzzle-Spiel. Kennt ihr? Geliebtes Minispiel, überall ist scheiße. Gearworks ist ein schönes Rätselspiel, wo ihr, wie das Cover schon sagt, mit Zahnrädern arbeiten müsst. Auch hier habe ich noch nicht tiefergehend reingespielt, kommt aber sicherlich noch. Und dann haben wir hier noch ein Gameboy Color-Gameboy Spiel. Das habe ich doch auf irgendeiner Börse mal für 1 Euro mitgenommen, weil ich dachte, das wäre scheiße. Ist es gar nicht. Und zwar ist es so wie The Fidgets oder Lost Vikings. Ihr spielt die beiden Schwestern Mary Kate und den Hund, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Und müsst halt Rätsel lösen. Aus der Seitenperspektive. Und die haben alle verschiedene Fähigkeiten. Und ich muss sagen, also bei dem Franchise habe ich echt viel Schlimmeres erwartet. Und das ist gar nicht so schlecht. Es gibt natürlich wesentlich Besseres. Aber schlecht ist definitiv anders. Dann haben wir hier Bust-a-Move 3DX. Das ist ein ganz klassisches Spielprinzip, was, glaube ich, 1000 Mal schon umgesetzt wurde. Ich glaube, jeder hatte irgendwann mal auf seinem Handy so ein Spiel. Im Prinzip habt ihr unten so ein Katapult, wo ihr verschiedenfarbene Kugeln abschießt. Und ihr am oberen Bildschirmrand habt ihr halt auch Kugeln. Und ne, ihr müsst, weiß Bescheid, ihr müsst mindestens 3 kombinieren, dann verschwinden sie. Ihr kennt das Spielprinzip. Ist sehr durchaus gut auf dem Gameboy umgesetzt worden, auch wenn natürlich die Farben fehlen. Dann haben wir hier Dr. Franken 2, ist analog zu Dr. Franken ein interessantes Action-Adventure für den Gameboy. Macht nicht viel anders, ist aber durchaus mal spielenswert. Also wenn euch der erste Teil gefallen hat, dann könnt ihr hier auch nichts falsch machen. Dann haben wir hier Turn and Burn. Das ist, glaube ich, nur in den USA erschienen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es ist auch nicht schade drum, weil es ist auch ein Kampf-Flug-Simulation aus Ego-Perspektive. Also die ganze Handaufmachung, das sieht sehr, am Anfang wirkt das sehr thematisch passend alles. Ihr müsst erstmal Gas geben, um vom Flugzeugträger abzufliegen und so weiter. Und startet jetzt nicht direkt in der Luft, aber ja, dafür ist der Gameboy halt nicht unbedingt gemacht, ne? Dann haben wir hier Pac-Man, Pack in Time. Das ist jetzt kein Pac-Man-Spiel, wie der Name vielleicht vermuten lässt. Nein. Es ist ein Plattformer und die Steuerung, boah, ich habe auch hier nur kurz reingespielt, aber die Steuerung ist aus der Hölle. Es fühlt sich so schwammig an. Boah, also irgendwann mal eine Quälzig-Folge werde ich bestimmt machen, aber keinen Test, definitiv nicht. Dann haben wir hier Palamides. Das ist ein schönes Puzzlespiel und zwar habt ihr am oberen Rand Würfel. Und die müsst ihr natürlich mit anderen Würfeln kombinieren. Und ihr habt unten halt Würfeln, muss halt immer die entsprechende Seite wechseln, also 6-seitige Würfel, wie man es halt kennt. Und es muss halt dann passend oben kombiniert werden. Das Problem ist allerdings, dass ihr die Würfelzahl, die ihr unten habt, nur nach der Reihe nach oben und nach unten anpassen könnt. Das heißt, oder ich glaube, ihr habt nur nach oben. Das heißt, wenn ihr eine 2 habt und eine 1 braucht, müsst ihr erstmal 2, 3, 4, 5, 6 und dann wieder eine 1 umschalten. Und dadurch verliert ihr natürlich kostbare Zeit. Daher seid ihr da gefühlt immer unter Zeitdruck. Dann haben wir hier The Simpsons. Itchy and Scratchy Miniature Golf Madness ist das beste Simpsons-Spiel auf dem System. Es ist eine Art 2D-Golf-Plattformer. Und zwar spielt ihr Scratchy und ihr wollt aus der Seitenansicht Golf spielen. Und Scratchy, die Maus, die will euch dabei natürlich aufhalten, weil ihr kennt die Feder natürlich aus den Simpsons. Ist natürlich nicht so cool, aber macht sehr viel Spaß. Dann haben wir hier The Humans. Das kann man vielleicht so als eine Art Lemmings mit Direktsteuerung bezeichnen. Muss man mögen, hat hier und da Schwierigkeiten. Ihr habt die einzelnen Männchen, denen ihr jetzt nicht frei Berufe zuordnen könnt oder ähnliches, sondern
die Fähigkeiten bekommen sie durch Gegenstände, die sie aufheben. Das heißt, zum Beispiel, wenn sie einen Speer aufheben, dann können sie dann plötzlich springen und den Speer halt werfen. Und das braucht natürlich dann, um gewisse Hindernisse zu überwinden. Ist ganz cool, nur weil halt jede dieser Menschen immer direkt steuert, zieht sich das dann später extrem. Dann haben wir hier Nail in Scale. Das ist auch ein interessanter Puzzle-Plattformer. Und zwar spielt er einen kleinen Wicht mit einer Nagelpistole. Und die Kunst ist, dass diese Nägel auch in der Wand stecken bleiben können und natürlich um irgendwelche bestimmte Blöcke kaputt zu machen. Und damit könnt ihr natürlich den Rätsel lösen. Interessanter Ansatz, sehr simpel gemacht, aber wie gesagt, dafür ist der Gameboy natürlich da. Dann haben wir hier World Beach Volley GB Cup 93 war es, glaube ich. In Japan ist es unter Namen 92 erschienen, in den USA gar nicht. Wunderbares Beachvolleyballspiel, hat eine super Aufmachung, ist sehr sympathisch, kann ich mir wirklich nur empfehlen, auch wenn ihr mit dem Volleyballsport an sich jetzt nicht viel anfangen könnt. Dann haben wir hier Ghostbusters 2, auch eine wunderbare Filmumsetzung. Ihr spielt aus der Draufsicht immer zwei Ghostbusters. Der eine wird vom Computer gesteuert und folgt euch immer. Und ihr müsst halt Geister anfangen. Ne? Klassisch, wie ihr kennt es, mit dem Protonenstrahl erstmal fixieren. Und der andere wirft dann halt die Falle zu, um den einzufangen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Dann haben wir hier Mr. Doe. Das ist so eine Art Vermischung aus Pac-Man und Boulder Dash, würde ich mal fast sagen. Ihr grabt euch so durch Level. Müsst natürlich aufpassen, dass ihr nicht erschlagen werdet. Gegner umgehen und so weiter. Also wenn ihr auf dieses einfache Arcade artige System steht, könnt ihr hier nicht viel falsch machen. Dann haben wir hier Popeye 2, ist ein sehr, sehr, sehr solider Plattformer, ist sehr gut, aber macht jetzt in der Hinsicht jetzt nichts Besonderes. Der Grafikstil erinnert mich auch so ein bisschen an Super Mario Land 1, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier natürlich als Besonderheit Spinat essen, Arm und Gegner kloppen und so weiter. Ist sehr empfehlenswert. Dann haben wir hier Wario Land 2 im Vergleich zu Wario Land 1, also Super Mario Land 3. Ist das erst eher so ein bisschen adventuriger orientiert, sage ich mal. Also ihr müsst eher so ein bisschen Rätsel lösen. Und die Schwierigkeit liegt es nicht in dem Plattformer sein, sondern wirklich eher so auf, hey, wie finde ich hier was im Level und so weiter. Es ist auch relativ fair, was die Gegner angeht. Gibt natürlich Endbosse und so weiter. Deswegen hat das einen etwas anderen Ansatz, was mir einen Tick besser gefällt sogar. Dann haben wir Donkey Kong, habe ich lange ignoriert, aber ist ein Wunder, richtig geiles Spiel. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich den alten Arcade-Automaten Donkey Kong. So spielen sich auch exakt die ersten vier Level. Und bei den Namen dachte ich immer zuerst, okay, das ist halt diese Arcade-Umsetzung und mehr nicht. Aber danach öffnet sich die Welt erst. Und es gibt so viele verschiedene Mechaniken, die noch dazukommen und verschiedene Level. Also der Grundaufbau bleibt natürlich immer Pi mal Daumen gleich. Wunderbar, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und dann haben wir hier Jetsons, ist ein solider Plattformer. Hier habe ich auch noch nicht weiter reingespielt. Scheint jetzt nicht viel falsch zu machen, keine komplett Katastrophe zu sein, aber es gibt auch Besseres. Und dann haben wir hier Fighting Simulator 2 in 1. Ja, und wie ihr wisst, wenn zwei Spiele in einem sind, dann heißt das, dass beide natürlich auf jeden Fall richtig geil sind. Also nein, also es ist ein Fighting Game und ein Beat'em Up und beide sind wirklich bescheiden umgesetzt worden. Dann haben wir hier Beach Volleyball und zwar habe ich mir das geholt, das ist ein Japan-exklusives Spiel. Ich glaube, der richtige Name, den habe ich mir immer hinten drauf geschrieben. Neketsu Beach Volleyball. Und bei Namen Neketsu, vielleicht beim einen oder anderen Leuten da die Glocken, das sind dieselben Männchen wie zum Beispiel bei Nintendo World Cup. Und das ist eine Serie, die viele verschiedene Spiele hat und unter anderem auch das Beachvolleyball-Spiel. Und weil ich so ein Fan von Nintendo World Cup bin, musste ich mir natürlich auch mal dieses Spiel besorgen. Ich habe da auch kurz reingespielt. Ich raff's ehrlich gesagt nicht. Die Steuerung ist etwas komplizierter, also muss wieder auf jeden Fall mal mehr reinfuchsen, aber schon allein die Grafik mit den Figuren passt natürlich. Haben wir hier Adventures of Lolo, ist auch ein relativ komplexeres Rätselspiel, wo ja auch so ähnlich wie bei Mole Mania, würde ich mal ungefähr vergleichen, wo ihr halt ein großes Areal habt und wo ihr euch Bildschirm für Bildschirm durchrätseln müsst. Auch hier muss ich immer mal näher reinspielen. Dann haben wir hier Power Racer. Power Racer ist ein ganz, ganz, ganz simples Rätselspiel. Also das ist also wirklich simpel das Spiel. Und zwar ist das eine Mischung aus Pac-Man und Rennspiel. Also ihr habt so ein Pac-Man-artiges Labyrinth und müsst halt dann da Punkte einsammeln und da fährt noch ein anderer Gegner rum und ihr müsst halt einen Crash verhindern. Ja. Dann haben wir hier Sword of Hope. Das ist sehr, sehr interessant. Auch hier muss ich mal irgendwann mal die Zeit nehmen, da genauer reinzuspielen.
Und zwar ist das so ein bisschen wie diese ganz alten Rollenspiele auf dem Computer. Also ihr habt das so Bildschirm für Bildschirm, bewegt ihr euch und könnt halt so typische Rollenspielsachen entscheiden, Gespräche führen, kämpfen und so weiter. Macht auch einen sehr interessanten Eindruck, dass es das überhaupt auf dem Gameboy gibt. Finde ich sehr überraschend. Dann haben wir hier Pop & Twinbee. Wunderbares Shoot'em'up oder eher so, geht ein bisschen eher in Richtung Cute'em'up, würde ich mal sagen. Also so ähnlich wie Parodius, eher so ein bisschen auf süß gestaltet. Auch hier Besonderheit, ihr habt das Upgrade-System so eine Glocke. Die müsst ihr, und zwar müsst ihr auf Wolken schießen, dann erscheint eine Glocke. Und mit dieser müsst ihr mit euren Schüssen dann jonglieren. Dann wechselt ihr alle paar Schüsse die Farbe und dann, wenn ihr es so richtig einsammelt, dann habt ihr ein ganz tolles Upgrade. Ihr müsst natürlich dann immer abwägen, hey, jongliere ich jetzt damit länger und riskiere ich, dass sie jetzt irgendwie komplett weg ist oder sammle ich die jetzt für Bonuspunkte sofort ein. Sehr, sehr interessantes System. Denn Worms, auch das dürfte den meisten ein Begriff sein von damals. Ich habe es auf dem PC damals hoch und runter gespielt und geliebt. Und auf dem Game Boy ist es überraschend gut umgesetzt worden. Also die Übersicht, die leidet natürlich so ein bisschen, aber die Kernelemente sind alle da. Dann haben wir hier Puzzle Boy 2. In Amerika heißt es Amazing Tater und ist eines der verdammt teuren Module. Also weit über 100 Euro. Und in Europa ist es leider nicht erschienen. Und die japanische Version Puzzle Boy 2 ist auch teuer, aber nicht so teuer. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, hey Puzzle Boy, muss ich das kennen? Ja, Quirk. Es ist Quirk, wie man hier vielleicht auf dem ersten Blick so ein bisschen sehen mag mit dem Gemüse, was da rumhopst. Es ist Quirk 2. Und zwar hieß ja Quirk auf im Japan Puzzle Boy und das ist der Nachfolger. Und damit Amazing Tater für mich als alter Quirk-Fan natürlich so ein bisschen unerschwinglich war, dachte ich mir, hey, die japanische Version passt auch. Zur Not kann man es ja mit irgendeinem Fanpatch dann irgendwie spielen. Dann haben wir hier Baseball Kids. Ja, Baseball. Muss ich, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Wir haben hier Castle Quest, auch ein weiteres Strategiespiel, was sehr interessant ist. Und zwar ist das so eine Art Mischung aus Schach mit Rundenkämpfen. Und zwar habt ihr da verschiedene Einheiten auf so eine Art Schachbrett. Das Schachbrett-Layout, das verändert sich immer, also das ist nicht immer so ganz starr. Und dann müsst ihr halt abwechselnd mit dem Computer oder einem anderen Mitspieler den ziehen. Und obwohl, nee, es geht nur alleine, sehe ich gerade hier mit dem Symbol. Und die Besonderheit ist hier halt, dass ihr nicht automatisch diese eine Einheit schlägt die andere Einheit. Das ist nicht automatisch, weil die haben alle ihre verschiedenen Werte und Stärken. Und wenn sich halt zwei Figuren treffen, wechselt das zu einer Art runden Kampfbildschirm. Ja, ist sehr interessant, macht durchaus viel Spaß. Dann haben wir hier Nigel Mansons World Championship. Ja, ist ein okayes Formel 1 Spiel. Natürlich so, wie es auf dem Game Boy ist. Ich finde es ein bisschen, das Geschwindigkeitsgefühl kommt es nicht so super rüber, aber ist an sich jetzt auch nicht so komplett verkehrt. Dann haben wir Mortal Kombat 3, ist eine der schlechten Mortal Kombat Umsetzungen. Castlevania Legends, leider eins der teuren Module. Geht als nicht unbedingt der beste Teil der Castlevania-Spiele auf dem Game Boy, vielleicht so als zweitbester Teil. Es sind ja drei erschienen, der erste, wie ich ja schon angesprochen habe, ist nicht so geil, der zweite ist ziemlich cool. Der hier ist halt so Geschmackssache, ich persönlich fand es eigentlich gar nicht so verkehrt, aber in der allgemeinen Wahrnehmung ist der zweite auf jeden Fall besser. Dann haben wir hier The Battle of Olympus, das ist ein Port von dem NES-Spiel, was so ein bisschen an Zelda 2, das war ja so ein bisschen anders aus der Seitenperspektive und so weiter erinnert, nur halt mit griechischer Mythologie, auch durchaus nicht verkehrt, würde ich sagen. Dann haben wir Small Soldiers, ein Plattformer zu dem Franchise-Film. Ich habe nicht großartig weiter reingespielt. Als nächstes haben wir hier Hook, eine Lizenzversoftung. Plattformer ist uninspiriert, muss ich nicht viel zu sagen, glaube ich. Haben wir King of the Ring, ist eins der schlechten Wrestling-Spiele. Also irgendwie kam ich mit der Steuerung und sowas gar nicht klar. Macht auf jeden Fall irgendwie nicht so wirklich Spaß. Genauso wie Double Dragon 3. Da haben sie so einiges verkackt. Irgendwie der erste Teil, der war ja noch ganz in Ordnung für den Game Boy. Aber hier der dritte, also wenn man sowas hat, wie dass man zum Beispiel von den Gegnern umzingelt wird und ständig runtergeschlagen wird und man, wenn man wieder aufsteht, mir keine Zeit hat, sich kurz zu regenerieren, zu sammeln oder ähnliches, finde ich schon sehr schwer irgendwie. Ich finde, dass das gehört irgendwie dazu und irgendwie haben sie da das Spielgefühl so komplett verkackt. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft haben, aber sie haben es definitiv geschafft. Dann haben wir hier die Dalian Opus, ein amerikanisches Exklusivspiel. Ist okay, aber auch da, ich habe es vor Urzeiten mal getestet, habe ich jetzt echt keine Erinnerung mehr dran.
Dann haben wir hier Who Framed Roger Rabbit. Ist ein Adventure-Spiel aus der Draufsicht. Finde ich sehr schön. Gibt es ja so einige wie hier die Tim und Struppi und der Sonnentempel. Ist, finde ich, mal etwas anderes, was mit dem Franchise irgendwie probiert wurde. Und dadurch finde ich das echt gar nicht so verkehrt. Man muss ja natürlich so ein bisschen reinfuchsen, weil es so etwas anders ist. Es ist Geschmackssache. Aber trotzdem, wenn euch das mal so ein bisschen ansprechen sollte, spielt da definitiv mal rein. Dann haben wir Robocop vs. Terminator. Ich finde es schrecklich. Ich habe es auch eine Quetzig-Folge dazu gewidmet, nenne ich es mal. Ich finde es echt nicht gut. Dann haben wir Lock and Chase. Wie das Cover vielleicht schon vermuten mag, ist es so eine Art Pac-Man. Nur so ein bisschen mit einer Bankraub-Thematisierung, so ein bisschen irgendwie. Also im Prinzip sammelt ihr da keine Fresspunkte ein oder sonst sowas, sondern ganz einfach Geldstücke und ihr müsst dann halt der Polizei entkommen und nicht geistern. Also ist natürlich eine schöne Variante, aber ja. Dann haben wir hier Sneaky Snakes und zwar gibt es hier Snake, Rattle and Roll auf dem NES. Das ist dann auch von Rare und das Spiel haben sie jetzt genommen und daraus einen Plattformer gemacht. Und das NES-Spiel war ja aus der isometrischen Ansicht und ihr musstet halt eine Schlange haben und musstet halt so kleine Pellets fressen und dann wurde die Schlange halt immer schneller und ihr musstet halt ein gewisses Gewicht bzw. Größe erreichen, um dann halt weiterzukommen. Und das Ähnliches machen sie das jetzt hier auf den Gameboy, nicht aus der isometrischen Perspektive, wo ich wirklich sage, Gott sei Dank, weil dafür ist der Gameboy einfach nicht gemacht und halt jetzt als Plattformer. Spielt sich okay, finde ich schön, was sie mitgemacht haben, aber so hundertprozentig warm wurde ich damit jetzt nicht. Dann haben wir hier Blaster Master Junior. Ist so eine Art Bomberman-Klon, würde ich sagen, was so ein bisschen ein etwas anderes Feeling, etwas anderen Ansatz hat. Muss einem gefallen, muss einem nicht. Dann haben wir hier Marus Mission. Schreckliches Cover. Also wenn man das so sieht, könnte irgendwie ein Grundschulkind gemalt haben. Ist ein sehr, sehr einfaches Spiel, Plattformer, ist mal einen Blick wert, gerade weil es eigentlich viel richtig macht. Ihr spielt halt Maru und das ist so ein Ninja und dann werft ihr halt Ninja-Sterne, müsst halt durch die Level kämpfen. Ist mal ganz interessant, aber wie gesagt, erwartet jetzt keine großartigen Schwierigkeiten, aber so ein leichtes Spiel ist ja durchaus ja mal gar nicht verkehrt, ne? Dann haben wir hier die Schlümpfe reisen um die Welt. Auch hier Infogrames ist auch eins der guten Schlumpftitel. Halt sehr, sehr, sag mal, farblos. Man kann nicht viel falsch damit machen. Dann haben wir hier einen weiteren japanischen Titel. Ich habe es mir hier hinten aufgeschrieben. Fujiki no Dungeon. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was sich dahinter versteckt. Das war mal in so einem größeren Konvolut an japanischen Spielen. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir hier George Foremans K.O. Boxing. Da dachte ich ja so, yeah, so eine Art Punch-Out für den Gameboy. Kann ja gar nicht so verkehrt sein. Ist jetzt aber richtig scheiße. Also die Steuerung und sowas, ja, ich wurde echt nicht warm damit. Also es hat auch allgemein keinen guten Ruf. Finde ich echt schade, weil so ein gutes Punch-Out auf den Gameboy, das wäre mal eine Sache gewesen. Dann haben wir hier Bad and Red, Skate or Die. Skate or Die habe ich damals auf dem PC hoch und runter gespielt. War ja eine Shareware-Version, halt auch mit einem Joystick so richtig. Ist halt so ein bisschen Minispiele, die so ein bisschen Skate-Thematik haben, wie der Titel schon ja andeutet. Das hier hat auch so verschiedene Minispiele. Ist sauschwer, man muss halt die Level auswendig lernen und dann halt entsprechende Reaktionen haben. Muss man mögen. Und dann haben wir hier Side Pocket, ein durchaus solide Billard-Simulation auf den Gameboy. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber setzt es wirklich durchaus passend um. Und dann haben wir hier Pokémon, die rote Edition. Wie gesagt, Pokémon ist nicht so meins, aber da landet halt einfach von selbst irgendwie in die Sammlung irgendwann. Dann haben wir hier Lemmings 2, wer damals, und hier haben wir auch Lemmings, jetzt kann ich so ein bisschen zusammenfassen, und zwar Lemmings war damals auch ein richtig großes Franchise, ist glaube ich auf einer Amiga gestartet, und zwar ist eine Reihe von kleinen Lemmings. Und Lemminge sind halt sehr selbstmordgefährdet und laufen halt schnurstracks irgendwo lang, und da gibt es natürlich auch Abgründe in den Level und so weiter, und die fallen da halt rein und sterben. Ihr habt dann halt immer einen Startpunkt, wo diese ganzen Lemminge dann halt rauskommen und halt einen Endpunkt, wo sie hinkommen sollen.
Und um diese Hindernisse dann zu überwinden, könnt ihr den Lemming verschiedene Aufgaben geben, wie zum Beispiel, hey, so ein Stopper, der dann halt die anderen Lemminge aufhält, dass da nicht weitergehen und so weiter. Und das wurde auf dem Gameboy auch durchaus vernünftig umgesetzt. Ich war auch da erst sehr skeptisch, weil, naja, ohne Maussteuerung, man muss ja relativ schnell reagieren, um da irgendwelche Jobs zuzuweisen und so weiter. Ist aber wirklich richtig vernünftig umgesetzt worden, auch bei beiden. Der zweite Teil setzt natürlich so ein bisschen mehr Welten drauf und mehr Jobs und so weiter, bleibt aber natürlich dem Kernspielprinzip treu. Dann haben wir hier Tiny Toons, Bubs Big Break, wunderbares Jump'n'Run, also die Tiny Toons Spiele auf dem Game Boy sind ja sowieso relativ gut geraten und das ist ein wunderbares Spiel, auch so, es macht halt nicht viel besonders, aber das, was es macht, macht es halt sehr gut und das passt natürlich. Ne? Dann haben wir hier Balloon Kid, es gab ja auf dem NES ein Titel, hieß der nur Balloon? Bin ich mir gerade etwas unsicher, wo ihr halt dann so einen hattet mit zwei Ballons und halt irgendwo rumgeflogen seid und dann habt ihr euch mit anderen bekämpft, das halt gegenseitig die Ballons weggeschossen. Und im Prinzip, das nimmt das halt und erweitert das jetzt etwas auf den Game Boy, weil das ist natürlich schon ein sehr, sehr einfaches Spielprinzip und zwar fliegt ihr dann halt entsprechend. Entweder gibt es einen Spielmodus, wo ihr halt so weit wie möglich kommen müsst mit euren Ballons oder halt natürlich ist das ein Plattformer-Teil, wo ihr halt die Besonderheit mit den Ballons habt. Ist vernünftig umgesetzt worden, ist nicht verkehrt, ist aber auch kein Must-Have. Dann haben wir hier die Game Boy Gallery 5 Games in 1. Da gibt es auch noch weitere Teile von, die heißen aber etwas anders, mir fällt es gerade nicht ein. Und zwar gab es ja von Nintendo damals diese Game & Watch LCD-Spiele. Auch sehr, sehr einfache Spiele. So Anfang der 80er, wo das halt wirklich der Hype war. Hier kennt man ja eher diese Tiger Electronics Spiele meistens. Und das ist quasi die Portierung von 5 dieser Spiele auf den Game Boy. Das Problem ist, hier beim ersten Teil sind die halt wirklich sehr, sehr nah am Original geblieben. Und dadurch ist das Gameplay halt natürlich logischerweise sehr, sehr einfach. Die späteren Editionen, die fügen dann da noch irgendwie mehr hinzu. Kann man machen, muss man nicht. Glücksrad war auch damals großer Hype, ist halt eine Umsetzung von der TV-Show. Wie zu erwarten, relativ öde auf dem Game Boy natürlich. Dann haben wir Tailspin oder wie es ja bei uns hieß, Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Da hat jeder wahrscheinlich sofort die eingängige Titelmelodie im Kopf. Ist durchaus vernünftig umgesetzt worden. Und zwar wurde das Spiel echt jetzt nicht unbedingt irgendwie als Plattformer oder sowas umgesetzt, sondern als quasi Shoot'em'up. Und zwar ist es nicht so ein ganz, ganz trockener Shoot'em'up-Spiel, wo ihr halt von links nach rechts automatisch scrollt, sondern ihr könnt auch nach links fliegen, also zurückfliegen und halt ausweichen. Der Fokus liegt dabei nicht so unbedingt auf das Kämpfen, wie bei den meisten Vertretern dieses Genres, sondern eher so auf das Durchnavigieren, sage ich mal. Sehr passend, sehr geil. Dann haben wir hier Spanky's Quest, ist auch so eine Arcade-artige Umsetzung, wo ihr immer so einen Bildschirm habt, wo ihr verschiedene Gegner habt, dann müsst ihr die halt klären, kommt zum nächsten Bildschirm und so weiter. Ist okay, aber ich bin nicht so unbedingt der Fan von diesen Spielen. Dann haben wir hier Mickey Mouse. Puh, ich glaube, das war ein Rätselspiel. Da habe ich jetzt gerade keine Erinnerung dran. War es ja nicht sowas wie hier Crazy Castle, wo man so verschiedene Raum hat mit verschiedenen Türen? Dann bin ich mir gerade unsicher. Dann haben wir hier Tiny Toon Adventures Montana's Movie Man. Das ist quasi der Nachfolger hiervon. Ist halt wesentlich schwerer, fügt so ein bisschen mehr hinzu, aber auch nicht zu viel. Also wenn ihr das Spiel in schwer haben wollt, dann müsst ihr das spielen. Wobei ich so ein bisschen den ersten Titel besser finde. Dann haben wir hier ein japanisches Spiel und zwar Boomer in S-Mix World nennt sich das. In den USA ist hier in Europa, glaube ich, nie erschienen. Hat mich halt immer wegen seinen geilen Cover so hingezogen. In den USA sieht das Cover etwas anders aus, aber auch derselbe Stil. Ist ein interessantes Rätselspiel, was leider, also das Cover sieht ja so richtig geil und besonders aus, wenn ihr da drin seid, ist das halt nicht so besonders mehr. Also ihr seid in einer Burg und müsst euch halt von Ebene zu Ebene durchkämpfen mit Rätseln und so weiter. Also das Cover, mit dem Cover habe ich mir was Geileres vorgestellt. Dann haben wir hier ein wunderbares Cover und zwar Nubo. Und zwar ist das ein super, super süßer, entspannter Plattformer. Also ihr spielt dieses knuddelige Wesen, ihr seht hier schon auf dem Cover, das sieht sehr knuddelig aus und sehr einfach, ist auch Fun Fact, ein Maskottchen einer Bäckerei in Tokio
Und das müsst ihr halt durch Plattformer, obwohl Plattformer ist es nicht so direkt, also durch eine Seitenansicht, durch Level navigieren, müsst kleinere Rätsel lösen. Die halten sich halt immer sehr, sehr in Grenzen, die Rätsel sind jetzt eigentlich alles nicht super schwer, wie zum Beispiel, hey, ein Hund versperrt euch den Weg, ha, gut, dass da liegt ein Stock im Bildschirm vorher, also nehmt ihr einen Stock, werft ihn, der Hund flitzt weg, der Weg ist frei, sowas halt. Also es ist relativ einfach immer, sich zu erschließen, aber für so ein entspanntes, chilliges, viel gut spielen, definitiv empfehlenswert. Dann haben wir ja Quarth. Habe ich nicht das schon gehabt? Hey, habe ich das anscheinend zweimal in meiner Sammlung. Das ist dieses Puzzle-Richtig-Schieß-Spiel. Habe ich anscheinend zweimal in meiner Sammlung. Ha, wusste ich gar nicht. Okay, gut. Ja, bei den Massen, da verliert man schon mal die Übersicht. Und Pinocchio hat mich hier auf den Super Nintendo sehr überrascht durch seine Grafikpracht. Wurde hier auf den Game Boy gut portiert. Ist ein sehr, sehr guter Plattformer, finde ich. Kann man gut machen, also es gibt bessere, aber ist sehr gut umgesetzt worden. Was mich hier wirklich überrascht hat, ist, dass halt diese grafische Pracht einigermaßen gut hier eingefangen wurde auch. Und wie ihr seht, wir sind hier quasi im Endspurt. Es sind meine letzten vier Spiele, die sich in meiner Sammlung befinden. Fangen wir an mit Max. Ist ein sehr, sehr schöner Plattformer, auch wenn das Coverbild so ein bisschen, naja, aussieht. Es ist trotzdem sehr empfehlenswert. Und zwar spielt ihr hier euren Protagonisten, der sitzt in einem Mech. Und ihr habt die Fähigkeit, mit so einem Saugnapf nach oben geradeaus euch irgendwo festzusaugen und dadurch halt Hindernisse zu überwinden. Also es ist nicht ganz so geschmeidig wie bei Bionic Commando oder sowas, aber dadurch wird das Ganze etwas aufgelockert und ist dadurch wirklich ein sehr, sehr schöner Plattformer mit einer sehr schönen Idee. Dann haben wir hier Top Ranking Tennis, eins der besten Tennisspiele, die es auf dem Game Boy gibt. Und zwar habe ich ja schon Tennis von Nintendo gehabt. Das Spielgefühl ist gleich, nur halt, es kommt da noch ein bisschen mehr Tiefe rein, weil ihr halt mehr Spielmodi habt und ihr benutzt die Start- und die Select-Taste für weitere Schlagvarianten. Das klingt auf den ersten Blick sehr kompliziert und sehr fummelig, klappt aber wirklich erstaunlich verdammt gut. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen. Dann haben wir hier Batman The Animated Series, da war ich zuerst skeptisch, ne? Lizenzspiel, na, ob das gut ist, ihr wisst ja, wie es ist. Spoiler, es ist verdammt gut. Also die Levelgestaltung ist wunderbar, es ist knackig schwer. Ich glaube, im dritten Level, da werden viele erstmal scheitern. Macht sehr, sehr, sehr viel Spaß und sehr, sehr viel richtig. Steuerung passt, Atmosphäre passt, Grafik ist fantastisch. Also da kann man wirklich, das ist wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Und als letztes haben wir Speedball 2. Habt ihr vielleicht auch auf den Amiga-PC vielleicht mal gespielt? Obwohl ist es auf dem PC erschienen? Ich bin mir gerade unsicher. Ich weiß, dass ich es damals bei einem Kumpel immer auf dem Amiga gespielt habe. Es war eins so der Vorzeigetitel irgendwie gefühlt. Ist eine futuristische Sportart, die so ein bisschen an Handball erinnert, mit natürlich wesentlich brutaler. Ist auch hier auf dem Game Boy vernünftig umgesetzt worden. Ja, und wir haben den Marathon jetzt geschafft. Ich habe mich lange gedrückt davor und das nächste Sammlungsübersichtsvideo wird wahrscheinlich wieder 2-3 Jahre mindestens brauchen. Großer Aufwand, ich hoffe, es hat euch gefallen, es ist ein richtig langes Video geworden. Vielleicht habt ihr ja auch hier und da mal Inspiration für eure Sammlung gefunden. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen gibt oder einen Kommentar reinhaut oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Schön, dass ihr reingeschaut habt, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.